Livestream, heute Virtual Rides und später ein bisschen Indoor-Lens zockeln. Ja, das werden wir heute machen. Also wieder auf der Kirmes, wieder auf meinem eigenen Freizeitpark unterwegs. Hat sich ein bisschen was getan, by the way. Ich habe gerade meine Schilder vorne irgendwie kaputt gemacht. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Auf jeden Fall, Leute, lasst jetzt schon mal komplett kostenlos ein Like da, lasst ein Abo da, komplett kostenlos, wisst ihr Bescheid. Und ja, ich freue mich heute einfach. Ein bisschen heute gechillter Stream. Heute können wir ein bisschen chillen on Stream. Das ist nicht RP, wo wir die ganze Zeit da sein müssen, weil ich muss mal. Okay, ich habe eh Dings eingestellt. Perfekt. Auf jeden Fall, guten Tag für alle, die dabei sind. Lisa T hat vorhin schon so eine Idee. Na, Kurdel, was gab's zu Weihnachten? Liebe Grüße. Was zu Weihnachten gab? Ich habe einen. Ihr werdet jetzt lachen. Ich habe einen Kochroboter bekommen. Von meinen Eltern. Und von Schandl ganz viele Kleinigkeiten auch noch bekommen. Ich habe zu viel bekommen. Also, den Kochroboter habe ich bekommen. Ein Shirt habe ich bekommen, was habe ich noch bekommen. So eine Ente, die jetzt auf meinem, also ist keine Ente, ist ein Küken, die auf meiner Cam gerade drauf sitzt. Was habe ich noch alles bekommen? Rückenkratzer, der war ganz wichtig, da haben wir Schandl geschenkt. Boah, was war noch alles dabei? Ich war komplett bescheuert. Ah ja, ein Set für Stäbchenessen, genau, war auch noch. Das war ganz wichtig und richtig. Ja, noch so ganz viele Kleinigkeiten, ne? Kann man sagen. Gut, wir starten durch. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachten, hoffe ich auf jeden Fall. Knubino. Was? Mega Müllrücken-Gorilla. Dankeschön, liebe Getraus, für diese Doni. Rahmenstander 97 auch dabei. Hier kann ich gar nicht rein, ne? Aber ich muss mal gucken, kriege ich das wieder gefixt vorne, dass das wieder normal aussieht? Weil ich habe gerade vorhin, weil ich kurz raus, also wenn man raustappt, kann man was kaputt machen, glaube ich. Müssen wir mal gucken hier bei der Dings. Nee, ich möchte nämlich mein Fahrgeschäft wieder einschalten. Es gibt nämlich ein neues Fahrgeschäft, das will ich unbedingt zeigen. Das hat schon ein bisschen angepasst. So. Schauen wir gleich mal. Nee, Musik will ich nicht. Warum diese Blade-Effekte? Anpassen, da sind wir richtig, genau. Nochmal die Lichtkästen vorne. Anpassen, Schilder. Ah, hier, genau. Die wollte ich perfekt übernehmen. Perfekt, jetzt sind die wieder richtig. Genau so wollte ich sie haben. So, mein Breakdance. Ich habe schon lange mal angeguckt. Mein Breakdance Nummer 2. So, mit dem mal fahren lassen. Ach, wir schauen einfach mal durch. Oder ich zeige euch direkt schon mal das neue Fahrgeschäft. Soll ich schon mal das neue Fahrgeschiff zeigen? Game-Name. Virtual Rides 3 jetzt gerade. Später spielen wir ein bisschen, Indoorlands. Tech Louis, let's go. Okay, let's go. So, Dankeschön an den Jan, der ist gerade Mitglied geworden. Beziehungsweise verlängert. Johnny DV624. Bin auch wieder am Start. Frohe Weihnachten, Dankeschön. War doch gerade erst. Und David Urstöger, danke für 2 Euro. So, jetzt nochmal gucken. Also, es gibt nämlich neue Fahrgeschäfte. Den Flipper haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Und zwar, hier müssen wir hin. Es gibt nämlich einen neuen. Sollen wir da hingehen oder sollen wir da hin beamen? Ah, wir gehen da mal hin. Wir schauen, ob ich dort überhaupt hinfinde. Wir schauen, ob wir da mal hinfinden. Wir gehen da mal hin zum neuen Fahrgeschäft. Ist schon komplett fertig geskinnt. Da haben wir extra einen Skin drauf gemacht. Nicht wundern, es laggelt immer ein bisschen, wenn man eine neue Map lädt. So. Hallo, mein Jung. Willst du mal einen richtigen Hasen sehen? Komm, lass mal die Kinder in Ruhe. So lustig, die Kinder sehen hier teilweise aus wie Erwachsene, nur halt eingeschrumpft. Hier, guck mal. Der hier zum Beispiel. Der sieht aus wie ein Kind hin. Seht ihr? Das ist ein Kind. Aber der hier sieht aus wie so ein Erwachsener, der aber eingeschrumpft worden ist. Sieht auch eher aus wie ein Kind. Aber das sieht halt. Schau mal, ein schrumpfender Erwachsener ist das ja. Das sind Kinder. Komisch. Es gibt eingeschrumpft und dann. Ah, wobei der ist auch eingeschrumpft. Guck. So sieht kein Kind aus. Gut. Airwolf ist hier. Nee, ich möchte nach hinten. Lass uns mal ganz weit nach hinten gehen. Schauen wir mal, wo das ist. Oh, Toilettenpause können wir auch einlegen, theoretisch. Kleine Toilettenpause. Nee, gehen wir mal weiter. Ich will, by the way, ein Easter Egg finden. Irgendwer hat so ein Easter Egg gezeigt mit so einem Gesicht drauf. Das will ich unbedingt finden. So, Premiumware, danke auch fürs VIP-Werden gerade. Liebe geht raus. Schauen wir gleich mal. Crazy, den sind wir letztes Mal gefahren. Sag mal, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Zuckerwatte gibt's. Nee, ich suche das neue Fahrgeschäft. Wo gehe ich denn hin gerade? Sag nicht. Nein, ich bin komplett falsch gegangen. Nein, ich bin voll Idiot. Bin gerade in die falsche. Also ich muss hier lang, dann muss ich beim Flying Swing vorbei und dann beim. Boah, Alter, wie komme ich denn da rüber? Also ich glaube, ich beam mich da jetzt echt gleich hin. Warte mal, hier Flying Swing, da muss ich ja einmal zurückgehen. Dann komme ich hier rüber? Nee, hier komme ich auch nicht rüber. Och nee, Bruder. Gut, wir gehen nochmal zurück. Ich habe mich verlaufen. Der Festplatz ist riesengroß. Man kennt sich leider nicht aus. Da weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Also ich muss zum Breakdance, dann muss ich zu Flying Swing. Bei der Flying Swing muss ich dann runter. Okay. Ja, ich gehe dort realistischerweise natürlich hin, Leute. Machen wir natürlich ganz realistisch. Prater. Ja, es gibt gleich Prater-Feeling. Ich kann es euch gleich mal sagen. Es gibt Prater-Feeling. Ich kann euch ein bisschen was dazu erzählen, sobald wir da vorne stehen, ja? Ich kann euch dazu noch gleich was erzählen. Nordchili, danke für den Euro, frohe Hundestag. Hast Andel denn auch ein was Entenfutter? Kloakenpflegeset geschenkt, quack. Na, aber Andel kriegt noch sein Geschenk. Andel habe ich es leider nicht überreichen können. Die Ente, jetzt bin ich wieder falsch. Bin ich jetzt wieder falsch gegangen? Ich komme mich nicht mehr aus.
Also ich will an eine Station, aber es ist ganz schwer, dorthin zu kommen. Ich verlaufe mich auf der Kirmes. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Nee, ich verlaufe mich gerade wirklich, Bruder. Wenn ich jetzt... Jetzt bin ich beim Commander ange... Jetzt bin ich ja ganz weit weg, oder? Oder sag jetzt... Ja, ich gehe hier runter. Egal, wir gehen unten hin. Dann können wir mal den ganzen Festplatz uns angucken. Genau, gucken wir uns mal den ganzen Festplatz an, ob sich da was getan hat. Unser Shake and Roll steht noch da, den wir letztes Mal gemacht haben. Wobei, ist nicht hier das Easter Egg irgendwo? Also irgendwo hier ist doch dieses... Oh, jetzt gehe ich hier nach hinten, das ist sehr schlecht. Gehe ich hier wieder rein. Irgendwo hier müsste das Easter Egg sein, bin mir nicht ganz sicher. So, gehe ich hier lang und dann sollten wir langsam, aber sicher Richtung Ausgang finden. In diesem Festplatz hier, hoffe ich mal. Der Jax ist auch dabei, ja, dankeschön. Für den Besten unter Welt, Liebe geht raus an dich. Welches Spiel ist das? Virtual Rights 3? Es steht doch unten in der Beschreibung, wenn ihr unten hingeht, welches Spiel gerade gespielt wird. Kriegt ihr direkt in der Beschreibung aufgelistet, was das für ein Spiel ist. Wir werden ja heute zwei Spiele spielen. Heute ist wirklich Freizeitpark-Simulator-Tag. So, Fun and Fair. Jetzt sollten wir aber gleich dort sein. Also ich bin gerade den kompletten Umweg meines Lebens gegangen. Ah, hier kann man durchgucken. Aha. Schade. Jetzt sind wir gleich da. Hier ist die Swing, die wir auch mal aufgebaut haben. Die Booster habe ich sie, glaube ich, genannt. Ja, die Booster-Swing. Schön, schön, schön. Aber ich will zum neuen Fahrgeschäft. Jetzt komme ich da mal hin. Genau, hier ist Chump Street. Jetzt sind wir aber gleich da. Jetzt haben wir es gleich geschafft, Leute. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Gleich sind wir durch den ganzen Festplatz durchgemeldet. So, Rammstein 97. Bist der Beste, mal weiter so. Hashtag Andel die Ente. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir bräuchten so eine Einblendung wie das hier. Hier das hier. Nur als Quack. Das wäre super für Andel die Ente. Okay, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da ist jetzt dieses Spin-Gerät und dann... Ah, hier genau, hier ist Octopussy, das heißt halt wirklich so, ich kann nichts dafür. Und dann müssen wir einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Das heißt, wir müssen da vorbei, hier einmal geradeaus. Wenn es mich nicht ganz irrt. Ich gehe nochmal kontrollieren, ob wir jetzt wirklich richtig gehen. Dann sehen wir, ob das Licht angeht. Jetzt gehe ich wieder falsch, jetzt gehe ich hier runter. Das ist der Sound of Spiel. Ich muss beim Spin vorbei. Boah, ist das kompliziert, Bruder. Ich kenne mich nicht mehr aus. Der Festplatz ist so riesig. Man, ich bin doch gerade von hier gekommen. Das ist der Sound of Spiel. Ich bin doch gerade von hier gekommen. Hier hinten, oder? Hier. Hey, da bin ich doch gerade. Ah, okay, dann war ich doch eh richtig vorher, nicht Idiot. Ja gut, dann waren wir schon fast dort. Wir waren schon fast dort, Leute. Ich habe mich verirrt. Ja, man... Ist das hier? Ja, hier lang. Man verirrt sich ganz schön schnell. Das heißt, hier geht's runter zum See, weil ich will eigentlich zum See runter. Da ich das zeigen kann, das neue Fahrgeschäft, das ganz wichtig und richtig ist. So. Einmal runter und dann nochmal. Ja, das ist halt, die Map ist riesig, dafür kann ich leider nichts. Ist ja gut so, dass das so ist. Und ich glaube, dann muss ich von hier aus hier runter. Beim Falcon vorbei, das ist das Gerät hier, muss ich hier einmal runter und dann sind wir dort. Und dann, ach, die kannst du links und rechts gehen. Okay, das heißt, ich muss... Ja, das ist die Frage, gehe ich links oder... Ich glaube, hier lang, ne? Bin ich richtig? Ich sehe es gleich. Ja, ich gehe richtig. Ich gehe richtig, ich sehe schon. Ich glaube, oder gehe ich richtig? Ja doch, da hinten müsste es sein. So, einmal braucht er... Oh, das Nachladen ist halt echt heftig, Bruder. Hier lädt es lange. Ja gut, dann sind wir richtig. Wenn es hier lange lädt, dann weiß ich Bescheid. Okay. Ja, doch, ich glaube, wir haben es. Oder ist es das? Hä, willst du mich verarschen? Bin ich jetzt richtig? Hä? Hä, bitte was? Ich bin doch gerade rum. Ich bin falschen Weg gegangen. Ich fühle mich gerade wie ein Slenderman, wo ich durch den Wald gehe, Alter. Ich finde nicht mehr aus dem Wald raus. Hilfe. Ich bin doch im falschen Weg gegangen. Weißt du, bei mir ist immer so, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine ist die richtige, eine ist die falsche. Ich nehme immer die falsche. Es ist egal, mal was. Okay, wir gehen hier lang. Jetzt habe ich es aber. So, jetzt gehen wir hier runter. Der Map-Hund. Und eine, ich dachte schon, wir sind richtig. Der Map-Hundi. Jetzt sollten wir aber wirklich, jetzt haben wir es eigentlich geschafft haben. Jetzt, wenn ich jetzt nicht den Weg richtig gehabt habe, dann raste ich aus. Jetzt müsste aber... Ja, wir sind da. Endlich, Alter. Das ist ja schlimmer als jede Side-Mission in GTA. So, wir haben es geschafft. Also, neuer Festplatz, der ist neu. Den gab es da vorne. Hier gibt es einen See, wo wir nicht reingehen können. Da. Toilettenbonus ist da. Gäste sind da. Noch eine Toilette ist da. Wir können leider nicht rein. Ist leider abgeschlossen, aber es ist auch keiner drin. Ja. Geile Location, gefällt mir echt gut. Und jetzt kommt das Geile, Leute, passt auf. Hier steht er. Hier steht er. Ist das nicht geil? Das ist ein Energy Storm. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Gerät, was auf dem Wiener Prater steht. Ja, es leckt so hart, dass es, wenn ich hier hinten lang gehe, da ist immer in der Ladezeit, leckt es richtig heftig. Aber sobald du auf dem Festplatz bist, leckt nichts mehr. Das ist, genau, ihr seht schon, es steht wie auf dem Wiener Prater. Wisst ihr, wie jetzt das Shutter gekommen ist? Ich kann euch jetzt die Story dazu erzählen.
die Devs und ich, wir sind immer so zusammengesessen, auf Discord haben wir so ein bisschen getalkt und da kam eben das, dass ich gesagt habe, ich habe auf Steam, habe ich mal so eine Umfrage gemacht, was könnte man noch in Virtual Rides einbauen. Da kam mir auf die Idee, ja, so ein Energy Storm, also so ein Ecstasy von, der auf dem Prado steht und sie haben es einfach gemacht, sie haben es einfach umgesetzt. Auf Ehrenbruderbasis haben sie es umgesetzt. Und es ist wirklich geil. Also ich habe mich vorhin schon ein bisschen mitgespielt. Ihr seht, die Texturen sind komplett gemacht wie im Prater. Ich bin da die letzten Tage ein bisschen dran gesessen. Ich feiere das Ding so heftig. Ich feiere es so heftig, geil. Guck ich das bitte an. Da sitzen schon sogar welche drin. Also wir werden das jetzt mal fahren, das Ding. Weil es das neueste Fahrgeschäft ist, was jetzt derzeit gibt auf dem Markt. Und dann fahren wir da. Also auf dem Markt, in der Simulation natürlich. Currywurst 96, danke für den Euro. Passt heute dazu. Heute eine Currywurst auf der Kirmes. Also ist Andel etwa auch im Tigerentenclub? Oh mein Gott, auf das bin ich doch gar nicht gekommen, die Tigerente. Auf das bin ich doch gar nicht gekommen. Der Tigerentenclub, wer kennt das noch? Danke für die Info. Jetzt weiß ich, was ich Andel schenken kann. Ich kann ihm mal so eine Tigerente schenken. King Marius, frohe Weihnachten zu dir und auf ein gutes neues Jahr. Ein Herzring bitte. King Marius, danke für 20 Euro Hühnchen. Sollen wir jetzt ein Herzring machen? Ein deutscher Gamer, moin, Xyren, liebe Grüße aus Thüringen. Dankeschön zurück. Ja, komm, mach mal ein Herzring direkt am Anfang, Leute. Lass auch mal ein Like da. Auf den ehrenwerten Ecstasy in Virtual Worlds 2. Wir werden jetzt mal durchstarten. Wir werden uns hier gleich reinsetzen. Da werden wir gleich mal schauen. Lass auch mal ein Herzring da im Chat. Dass er mal ein bisschen aufgewirbelt wird, hier. Das Geile ist jetzt, ich kann ja hier auch Echo machen. Hier? Echo? Ach, keine Ahnung. Aber wir können jetzt, ich habe ein bisschen Musik und so reingemacht. So, ich setze mich hier mal um. Genau, wir haben hier diesen geilen Stand, wo wir alles. Ach, wir machen mir mal alles an. Alles mal anmachen. Die Steuerung anmachen, die Gondel. Ah, ich habe aber noch nichts eingestellt, ne? Okay, wir müssen mal alles einstellen. Die Effektgeräte müssen wir mal einstellen. Moving Head würde ich mal umstellen auf diese Farben. Ein bisschen langsamer fahren. Nebel passt. Mal voll Pulle drehen. So, Licht ist ganz wichtig, dass wir Intensivität ein bisschen höher drehen, dass wir am Tag ein bisschen mehr den Strobe sehen. So, perfekt. Lauflicht ist komplett an. Perfekt. Haben wir das auch gemacht? Haben wir hier ein bisschen was eingestellt? Die Dame? Hallo? Sie wissen schon, Ticket ist vorne, ne? Klemmt der fest? Ich muss mal gucken, ob der fest... Ach so, weil ich davor stehe, glaube ich. Ich darf nicht davor stehen. Wartet mal ganz kurz. Das ist nämlich... ja. Oder stehe ich hier davor? Wenn ich hier rausgehe? Guck mal, ich stehe nämlich genau hier am Eingang. Jetzt können die nicht reingehen, genau. Ein ganz blödes Problem, muss ich irgendwo anders hinstellen. Es kommt keiner ins Fahrgeschäft. Gut, dann machen wir mal alles an. Also ich mach mal Licht an, dann machen wir die Bügel sind offen, das passt. Wir müssen mal Mucke anmachen. Oh, jetzt kann ich, wisst ihr, was ich jetzt mache? Als muss man mal ihr mein Antivirus. Antivirus. Okay, muss ein bisschen leiser machen. Glaube ich halt. Wie lange das nachzieht. Okay, let's go. Perfekt. Ja, das haben wir auch gemacht. Das funktioniert. Echo, warte, wie stellen wir das Echo am besten ein? Ah, nee. Ah, hallo. Test. Okay, das passt. Gut, dann machen wir ein bisschen Mucke an und dann gehen wir hier mal ein bisschen Gas geben. Schauen wir gleich mal, was haben wir denn alles drin? Ich habe mir ein paar neue Musiksachen hinzugefügt. So, die Frage, was ist neu? Das ist alt, glaube ich. Oh ja, so können wir mal auftreten hier, so. Perfekt, damit können wir schon mal durchstarten. Bügel sind zu. Hub müssen wir aufdrehen. Oh, stimmt, wir können ihn ja hochheben, ne? Aber ich hebe mal nicht hoch. So, wir machen mal die Gondel. Wir kontrollieren mal durch, ob alles check-control-mäßig da ist. Haben wir irgendwas auf dem Monitor? Fahrzeit 15 Sekunden, perfekt. Können wir gleich wieder aussteigen lassen, die Leute. Oh, bitte nicht. Hallo! Nicht ins Fahrgeschiff rein! Anstellen sich ja. Ist aber super, dass sie sich hier anstellen. Da sehe ich ja gar nichts mehr. Machen wir mal langsam. Wir müssen mal reinkommen. Oh, das ist super.
Kameras, die hier stehen vor meinem Geschäftshäuschen. Super. Können wir hier nicht irgendwas hinmachen, dass sie nicht kommen? Ist ja schrecklich. Ich muss ein bisschen leiser machen. Bisschen leiser. So, da geben wir mal Gas jetzt hier, aber. So langsam müssen wir mal Gas geben, dass hier jemand mal kotzt. So, gehen wir mal den Hub komplett nach oben. Oder gehen wir nochmal mit dem Arm runter. Weil wir haben jetzt schon mal alles abgecheckt und dann können wir mal Vollgas geben. Dann ziehen wir das Ding mal runter. Und dann muss man in die andere Richtung schieben und dann schauen wir mal. So meine Damen und Herren, willkommen so, wir geben Gas. Wir fahren zwar kein Break, das ist mir scheißegal. Also, Gondeln hoch. Jetzt geht's los, Leute. Alter, das zieht. Das zieht 100 Pro. Ich mag Pommes. Ja, wir kommen im Club. So, jetzt ziehen wir den mal hoch. Wir brauchen mal andere Mucke. Ganz kurz Zeit. Geht richtig ab, ne? Wir brauchen mal eine andere Mucke jetzt hier kommen. Das hatten wir. Oh, da kotzt schon wer raus, uppala. Müssen wir aber langsam aufpassen. Und die Arme mal ein bisschen runter machen hier. So, warte, ich mach mal die Arme hier nochmal so. Bisschen, dass die oben bleiben. So, wer hat denn da gerade runtergekotzt, sag mal? Gertrude, machst du mal weg, was unten liegt? Da hat wer runtergekotzt, Gertrude. Gertrude? Wo sind die Gertrude, wenn man sie mal braucht? Die soll ich mal wegmachen hier vorne, wegputzen. Hat er runtergekotzt aus dem Fahrgeschäft. Weil auch immer das war, der steigt jetzt aber dann gleich aus. Also machen wir noch mal eine fette Runde, komm. Jetzt geben wir nochmal Gas hier. Aber machen wir den Arm nochmal runter. Gehen wir mal runter mit dem Hut. Der Wipe ist da. Gut, dann machen wir mal aus. Parkposition einnehmen. So. Gut, dann lassen wir wieder die Leute. Was kann ich denn eigentlich so ein bisschen anfahren, dass da die Leute einsteigen können, wenn da fahrt so ein bisschen? Ah, tatsächlich, ich kann ihn so ein bisschen anfahren lassen. Das liebe ich. Jetzt muss ich aber mal nochmal gucken. Wir machen mal eine Nachtfahrt. Ich hab mal Bock drauf. Wir könnten auch eine Showfahrt hinlegen. Da brauchen wir gute Musik für. So, Andelsentenkloake. Alles Gute vorzeitig. Dankeschön, Dr. Eiscreme ist auch dabei. Dankeschön an Dr. Eiscreme. Ich muss den stoppen komplett, sehe ich gerade. Die steigen hier sonst nicht ein. Wer ist denn da so? Ach komm, das ist doch 5 km/h nicht mal. Das ist 0,3 km/h oder so ist das hier. Dann gehe ich nochmal auf Parkposition, so bitte steigt ein. Meine Güte, unglaublich. So, machen wir jetzt nochmal. Wir brauchen eine gute Mucke. Wollen wir jetzt mal schauen, was wir nehmen? Too Late for Me, was ist das denn? Ich weiß halt nicht, ich habe neue Lieder runtergeladen. Ich weiß nicht, ob die schon drin sind. Ich such die mal schnell durch. Nee, das haben wir nicht. Das habe ich vorhin gehabt. Nee, ich glaube, ich habe die nicht richtig reingezogen, habe ich das Gefühl. Ah doch, das müsste... Das hatten wir vorhin. Was ist das hier? Nee. Ich glaube, die sind nicht drin, habe ich das Gefühl. Ich habe extra vorhin geguckt. Ah doch, das ist drin. Das ist drin. Okay, gut. So. Dann schauen wir mal. Wir machen mal eine Nachtfahrt. Ich habe mal Bock drauf, wie das aussieht. Boah, Alter, in der Nacht sieht es ja gleich noch besser aus. Das gefällt mir schon viel besser danach. Das sieht doch mal geil aus. Guckt euch das an. Hier die Moving Heads. Das Gerät gefällt mir. Knubino, guten Abend. Hab heute Geburtstag. Da wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Kubino, warte, muss mal hier weiter hoch machen, sonst sehe ich nicht was. So. Gut, perfekt. David Urstörger. Kannst du wieder mal ein Fußballspiel machen auf RLO? Gerne doch. So, der deutsche Gamer. Meine Mutter wollte mir meine PS5 schenken, aber die PS5 kam nicht an, weil DHL beim Unfall hat jetzt. Ohne Joke jetzt? Du Armer. Hoffentlich geht's um DHL-Fahrer gut. Das ist meine erste Frage. Magna Lump, intelligenter Toilettenbenutzer. Klugscheißer, das hast du gut gesagt.
So, deutscher Game Nummer 19, hier Grüße aus Thüringen. Dann nochmal zurück. Das war vorgelesen, perfekt. Dann weiß ich alles. Ghost MVE. Boah, geile Mucke. Das gefällt mir. Boah, das bounced richtig rein jetzt. Das ist geil. Damit können wir eine gute Fahrt machen. Ich schaue, bis der Wagen voll ist. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Ich fahre mal ein bisschen vor. Ich fahre mal ein bisschen vor mit der Kiste. Dann schauen wir mal, ob ein paar Plätze noch frei sind. Ich glaube, hier ist noch ein Platz frei. Aber die Mucke ist geil. Oh, da kommt wer. Ja, hier sind noch ein paar Plätze frei. Hier nur auf Parking Position. Ach, das ist mein Ticket. Ah, der holt hier die Tickets ein. Okay, perfekt. Monks Tune, habe mir selbst zum 24. ein was? Secret Lab Titan Evo 2022 gekauft. Wie sieht's bei dir aus? Was ist ein Secret Lab Titan Evo? Ist das irgendwie so ein Sessel oder sowas? Ich glaube, das ist ein Sessel, ne? Secret Lab ist ein Sessel. Bruder, ich will jetzt nicht flexen. Falls, warte, ich schau, ob das, Alter, nicht, dass ich jetzt, nicht, dass das hier jetzt kein Sessel ist. Aber mir kommt das so bekannt, was wäre es ein Sessel? Warte mal gucken. Ja, ist ein Sessel. Bruder, ich will jetzt nicht flexen, was ich für ein Sessel habe, weil er fragt, wie sieht's bei dir aus? Ich habe einen Herman Miller Sessel. Diesen ganz teuren. Diesen M-Body habe ich. Ja, den habe ich. Jetzt no flex. Bisschen Geld habe ich noch. Dankeschön, deutscher Gamer. Nochmal, liebe geht raus. So, jetzt gehen wir mal langsam hier los, du Bruder. Das sitzt ja langsam. Es kommen doch immer Leute rein in mein Fahrgeschäft. Jetzt wollen wir mal hier langsam mal Gas geben, du. Hallo? Hallo? Ja, die Dame da vorne. Bitte setzen Sie sich um. Der Mann hat ein bisschen zu viel auf den Rippen. Sonst haben sie mich keinen Platz. War natürlich nur Spaß, ne? Jetzt eine Hupe hinterher. Hammerstand. Ich hoffe. Brauchen wir neue Musik hier, wenn wir durchstarten wollen. Das passt. So. Bügel schließen. Auf geht's. Ab. Holen wir mal alles an hier. Und mal einen Check machen, ob hier alles gut ist. Ich glaube, das wird jetzt eine schöne Fahrt. Machen wir eine Showfahrt. Probieren wir es zumindest. So, auf geht's. Gerne fahren, wenn es könnte. Das haben wir noch auf dem Soundbereich drauf hier, Sounds. Ach, die habe ich auch noch, stimmt. Da ging auch langsam.
Wir landen. Wie viele griechische Gäste haben wir? 307. Ah ne, hier. Ich hab schon ein bisschen mehr gezockt hier, ne? Okay, mal, ich steig mal aus dem Teil. Ja, hat schon Spaß gemacht, du. Macht schon Spaß. Warte mal hier, hell. Also, das Ding zu fahren in Real Life, Leute, würde ich mich niemals trauen. Ist das im RP oder ein extra Spiel? Ja, natürlich, das haben wir auf dem GTA Real Life Online Server. Ja, aber. Falls ihr wisst, warte, ich mach mal hier die Mucke aus. Dieses Fahrgeschäft hier, also das, was hier steht, ne? Das haben wir auf RLO am Freizeitpark stehen, ne? Ist schon mal aufgefallen. Neben dem Autoscooter steht das Ding. Der Partyalarm ist auch drin. Ja, Spiel findet man unten in der Bio. Was haben die denn für ein Problem? Okay, ich glaube, die waren ein bisschen. Bruder, ich glaube, die haben ein bisschen zu viel. Die haben ein bisschen zu viel in der Fahrt, ja. Das passiert, wenn die weich werden hier, die Beine. Nee, aber das Gerät ohne Choke, von der Fahrweise richtig geil. Ich würde auch voll kotzen da drin, aber ich habe Spaß dran. Also es zu steuern würde ich gerne machen, auch in Real Life. Also steigen Sie ein, steigen Sie zu. Wisst ihr, was wir fanden? Wir gehen zwar zu meinem, auch meine Lieblings... Also das ist ein Lieblingsfahrgeschäft von mir. Aber mein Zweitlieblingsfahrgeschäft ist ja hier der Breakdance. Und der Flipper ist auch sehr geil. Wir könnten Flipper mal fahren. Wir sind jetzt gar nicht on-ride gefahren, fällt mir gerade auf hier, das Ding. Das würde ich übelst gerne auch machen. Stimmt, wir machen das On-Ride auch noch. Wir machen On-Ride mit. Aber das machen wir am besten am Tag, weil dann sieht man mehr. So, Kamera machen wir On-Ride. Gibt zwei Perspektiven. Einmal die hier und einmal die hier. Ach, ich nehme die hier. Perfekt. Dann bin ich in dem Sitz. Gut, dann machen wir nochmal ein bisschen Mucke an. Wir machen mal ein On-Ride, Leute. Ja, bin jetzt gespannt, wie das zieht. Hat der das schon? Ich weiß es nicht. Ach, komm. So, schauen, wie ich das nochmal steuere, aber ich muss ja nochmal alles einschalten. Oh, das Geräusch. Es ist voll lustig, wie ich den Hub hoch und runter fahren kann. Ich fahr mal mit den Gondeln und mit dem Dings hier ein bisschen an. Es ist jetzt schon creepy genug, Bruder. Boah, Alter, ist das laut. Kommen wir mal in die andere Richtung, perfekt, jawohl. Okay. Boah, Alter, mir wird jetzt schon schlecht. Okay. Jetzt. Mir wird jetzt schon schlecht, Alter. Leute, wer wird da mitfahren? Ich nicht. Einmal mal hier die Gondel. Boah, Bruder, ich würde so kotzen. Guckt euch das mal, ich würde so kotzen da oben. Ich halte mal den Arm ein bisschen runter, so ein bisschen seitlich. Dann fangen wir mal an Richtung. Alter, ich kotze schon beim Zugucken. Alter. Boah. Dann mal einen Bunker. Den Arm nochmal. Das war volle Kanne eindrehen. Alter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt drehen wir in die andere Richtung. Also ich würde euch hier drin gekotzen recken, aber sowas von. Aber es macht Spaß. Also im Spiel macht Spaß natürlich. So, Ein, Position.
Alter Bruder, ist mir schlecht. Also wenn ich jetzt hier aussteigen würde, dann ich würde den ganzen Tag mit kotzen. Sollen wir mal die Bügel öffnen? Hallo Bügel! Ich krieg die Bügel nicht auf! Hilfe! Hilfe! Habe ich irgendwas nicht geparkt? Doch, ist alles geparkt. Bügel. Ich steig mal aus aus dem Teil. Also geil ist es, wer mitfahren möchte, die Dame sagt's, ihr müsst bitte damit rechnen, dass man einmal irgendwo hinkotzen muss. Also neues Fahrgeschäft, der Energy Storm aka Ecstasy ist jetzt da. Ich habe meinen Spaß damit, aber wir gehen jetzt mal zum Breakdance. Ist ja nicht alles, wir werden heute ein bisschen rumfahren. Und vielleicht designen wir heute wieder ein bisschen was um. Also ganz viele würden, glaube ich, kotzen, ne? Ich würd auch. Ecstasy in VR wäre mal wild. Das Spiel kannst du auch in VR spielen, was ich weiß. Also Virtual Rides kannst du VR-Brille drauf machen, dann kannst du das zocken. Ich habe leider keine VR-Brille, ich würde es ausprobieren. Ich würde es wirklich sonst gerne ausprobieren, aber leider habe ich keine VR-Brille zu Hause. Donnerbar, die beste Hund, dankeschön. Florian Kubasch, geil, kannst du mich grüßen? Grüß mal den Florian Kubasch, natürlich. Wie geht es dir zurzeit? So, ach, ganz gut, deutsche Gamer. Ganz gut eigentlich. So. Ich hoffe, hier natürlich auch, ne? Muss. Ja, das einzige Manko, wie ich finde, ist immer das Laggen hier drin, aber es geht halt nicht anders, ne? Weil die Map baut sich halt immer neu auf. Aber die Plätze werden halt geunloadet im Hintergrund und die neuen Plätze laden eben rein, damit die Performance gut hinhaut. Muss sagen, das Game ist auch gut von der Performance her. Da muss man schon Props rausballern. Was ist das denn mal für ein Ding? Das haben wir aber letztes Mal auch schon gefahren, das Teil hier, ne? Das fährt nämlich, passt mal auf, das fährt ganz extrem. Astronaut heißt das Teil. Ja gut, machen wir hier die Bügel zu, mal nur gucken, wie das fährt. Machen wir voll an. Achso, ich muss es hochfahren, stimmt. So, machen wir es mal an. So, ich glaube, das ist sogar schlimmer. Ich glaube, oder ist das schlimmer? Oder können wir hier so eine Bremse lösen, oder? Nee, okay, das geht gleich richtig ab, das Teil, ich merke schon. Oh mein Gott, ja. Gut, was willst du mehr, ne? In alle Richtungen drehst du damit. Ich glaube, das ist so eines der Sachen, da bist du wirklich schon fast am Maximum. Was das Drehen betrifft. In welche Richtung du dich hindrehen möchtest. Ich glaube, da bist du wirklich schon fast am Maximum. Da drehst du dich wirklich in jede Richtung, Bruder. Ich gebe da mal on-ride. Kamera on-ride? On-ride 1. So ist es, wenn du drin sitzt, Bruder. Alter! Bonnie the Bunny haut 1:07 raus und ich kotze hier gleich ab. Hey, bin auch mal wieder dabei. Würde in echt mitfahren. Du würdest mitfahren? Ja. Andl ist Ding gefahren vorhin. Alter, Bonnie the Bunny mit 1:07. Liebe geht raus, da schallert man mal ein Like halt raus an dieser Stelle. Body the Bunny, 107 Euro donated. Fühl dich gegrüßt, fühl dich geküsst. Was auch immer. Heftig mächtig. Also was, für Bonnie the Bunny gehen wir jetzt Brokkoli kaufen. Gibt's da Brokkoli? Entschuldigen Sie bitte. Ich hätte bitte gerne einen Brokkoli. Ja, bitte einen schönen Brokkoli. Den kann ich dann mitnehmen von der Kirmes, ne? Perfekt, nehmen wir mit. Genau, Flipper haben wir ja auch schon mal letztes Mal gemacht. Der ist ja auch. Flipper ist lustig zum Fahren, aber. Ich bin ja auch schon Real Life gefahren, Flipper. Also, ist auch eine Kotzmühle an sich. Also, wer damit schon mal gefahren ist, der weiß, was ich meine. Aber ich musste nicht kotzen, aber mein Kumpel musste kotzen. Das weiß ich noch ganz genau. Mein Kumpel musste kotzen da drauf. Der ist abgestiegen und hat gekotzt. Dem war so übel da drauf. Aber wir werden gleich sehen, warum. Wir fahren damit auch mal eine Runde. Wir machen ihn mal an. Das können wir hier mal anmachen. Also, hier. Wobei, den hätte ich schon. Braindance? Oh, geil. Bam, bam, bam. So, wir werden okay, let's go machen. Okay, let's go. Aber es sind gerade keine Besucher da, weil ich gerade neu auf dem Platz bin. Das heißt, wir machen mal. Weil können wir schneller. Wir können eh schneller machen. Aber dann geht die Musik, glaube ich, weg, ne? Ah, ich fahre allein. Ist mir egal. Also, ich steig mal ein. So, perfekt.
machen wir das aus. Achso, ich muss erst die Bügel. Oh, die Bügel sich schließen, ja. Bitte einmal die Bügel schließen von Manuel. Manuel die Bügel schließen. Manuel macht manuell die Bügel zu. Wenn auch direkt zu machen. Mach mal schneller. So, Hauptmotor, eigentlich, das ist voll einfach. Es gibt einfach nur zwei Motoren. Einmal der Hochschiebmotor und einmal hier den Hauptmotor. Aber leider wollte ich jetzt nicht anmachen. Und Gondelbremse, stimmt, die gibt's ja auch noch. Voll Bock. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Let's go. Jetzt haben wir so reinfahren, wie er sonst immer macht. Wie passt das nicht? Ist denn das noch vielleicht mal fahren? Das ist dieses, ja, genau das hier, dieses Reindroppen, das feiere ich so an dem Ding. Also es sieht jetzt da nicht so heftig aus, aber wenn du da drauf sitzt, es ist halt wirklich, wenn du da so runterfährst, mit dieser Kugel, es fühlt sich so heftig an, dieses Gefühl. Also man glaubt es nicht, es sieht von außen aus so harmlos aus, aber sobald du da drauf bist, das scheppert richtig durch, das Teil. Ihr seht da eh, wie das fährt, und du denkst halt, du fährst über die Platte drüber. Wenn du runterfährst, denkst du, das Ding reißt gleich ab. Also ich hatte darauf no joking geschissen. Tipp von mir, Ecstasy ist weniger schlimm als Breakdance. Echt jetzt? Also das glaube ich eher nicht. Bin Breakdance gefahren, aber Ecstasy will ich mich niemals reintrauen, was Kopf überfährt. So, wieder mal Hut runter. Also Ecstasy will ich mich never reintrauen. Breakdance geht. Da würde ich mich, also Breakdance würde ich mich reintrauen, aber das habe ich schon mal gefahren, aber sobald es Kopf übergeht, sowas mit Bügeln drüber, boah, Bruder. Da hast du mich dann verloren. RIP, wenn ich da mitfahren würde. So, da sind wir das auch mal gefahren. Aber sieht es geil, das muss ich mir merken. Der Braindance, ganz wichtiges Lied. Und ich stopp das Ding mal. Parking Position bitte einnehmen. Hallo, Parking Position, hallo. Möchte wir auch wieder aussteigen können. Da warten sogar schon Leute, bis sie einsteigen können. Machen oder mich hier raus. Alter. Bringt auf die nächste Toilette. Gut, wir gehen mal aber zu meinem Liebling. Aber da waren wir eh schon vorhin. Zu meinem Breakdance Nummer 2. Finde ich bei weitem in Real Life das schönste Fahrgeschäft. Ich weiß ja nicht, schreibt mal rein, was euer Lieblingsfahrgeschäft ist, wenn ihr auf der Kirmes seid. Kann optisch sein, kann auch vom Fahren her sein. Aber ich finde, Breakdance ist der absolute Klassiker. Ich finde, das ist das schönste Fahrgeschäft, was jemals gebaut worden ist. Also vor allem der Nummer 2 mit den sechs Trommeln drauf. Die anderen haben ja nur 4. Davon gibt es ja nur, ich glaube, 3-4 Stück von den Breakdance Nummer 2. Aber könnt ihr mal reinschreiben, was euer Lieblingsfahrgeschäft ist. Würde mich mal interessieren. Also für mich ist es wirklich der Breakdance Nummer 2, der hier steht. So, Tipp mal Alt F4. Was passiert denn dann da, wenn ich... Oh, ich bin gerade rausgetappt, nicht Spaß. Wir machen da mal an. Kann ich mich hier eigentlich... Ach ja, stimmt, da kann ich ja auch so frei rum. Das Geile ist halt, ich kann hier so komplett frei, ich kann sogar den Unterbau angucken. Das finde ich halt richtig nice. Man sieht hier vom Breakdance den Unterbau und wie das hier funktioniert und so. Das fahre ich halt immer heftig bei so Spielen. Autoscooter, Propeller, Flipper, Breakdance, Krake. Ui, die Krake haben wir ja auch, ne? Wilde Maus. Transformer von Schmidt aka Moser Topstar Tour. Ein Transformer haben wir mal stehen gehabt bei uns tatsächlich. Aber das ist so lang her. Das ist ja ein Riesenteil der Transformer. Da bewegt sich hier unten die ganze Platte mit. Dieser Breakdance ist halt das Beste, was man kriegen kann. Naja, Beste ist halt immer im Auge des Betrachters. Musikexpress. Shaker ist auch geil. Shaker ist ja, für die, die es nicht wissen, aufgebaut wie ein Breakdance, nur mit überschlagenden Gondeln. Propeller. Okay, der möchte es hoch haben. Black Mamba gibt es auf dem Prater, ne? Das Ding geht ja auch voll ab, das ist so schnell. Flippern Autoscooter, okay.
Autoscooter geht immer. Ich finde, Autoscooter ist ein Fahrgeschäft, das kannst du immer. Also, da bin ich immer dabei. Magic. Magic, gibt's sogar auch hier, ne? Sind wir gerade vorhin vorbeigegangen. Magic ist auch geil. Also, Magic kann man sich vorstellen, für die, die es auch nicht wissen, das ist ein Fahrgeschäft wie ein Breakdance, nur invertiert. Also, das ist keine Platte, da ist oben so ein Gerät. Ich kann den eh später zeigen, gibt's ja eh hier auch. Wir machen den mal an, den Breakdance. Lieblingsfahrgeschäft immer noch. Machen wir mal. Habe ich schon gesagt, dass das mein Lieblingsfahrgeschäft ist? Habe ich das schon erwähnt heute? So, wir machen das mal an und dann schauen wir. Mein zweitlieblingsfahrgeschäft ist ja tatsächlich der Energy Storm, den wir gerade vorhin gefahren sind. Das ist mein zweitlieblingsfahrgeschäft. Kommt nach dem Breakdance. Gut, schauen wir gleich mal. Machen wir mal eine Probefahrt, ob alles wohl funktioniert. Die Bügel sind noch offen. Die machen wir mal zu. Machen wir mal eine volle Fahrt. Und dann lassen wir die Kunden einsteigen. Sag mal, warum sind denn die Rückleuchten so kaputt? Was ist denn da passiert? Wir sind Rückleuchten schwarz, das sollte eigentlich nicht sein. Stopp mal den wieder. Wir haben kaputte Rückleuchten an den Wählchen, sehe ich gerade. That's not so gut. Kann sein, dass sich durch ein Patch bei mir was kaputt gemottelt hat. Das kann sein. Mal schauen mal gleich mal. Anpassen. Was ist denn da? Ne, das ist aber eine Textur, die hier fehlt, glaube ich, ne? Aha. Ja, es ist wirklich bei mir komplett black, das sollte nicht sein. Sag mal, habt ihr da was umgebaut? Ja, ja, ja. Die sollten nicht sein. Alter, Dustin, Helling, pass auf, dass da keiner reinscheißt. Viele Grüße von Dustin. Schön ist es, wenn der Danny zahlt für dich. Dankeschön an Dustin Helling für 1:07, Bruder. Liebe geht raus an den Daddy, an Dustin Daddy. Danke, Bruder. weißt du, was du verdient hast? Money Rain. Lass was singen für dich. Nee, meine Dings sind kaputt. Ne? Das ist nicht normal. Egal, fahren wir halt so weiter. Also ich weiß nicht, ob das jetzt daran gelegen hat, weil ich kurz rausgegangen bin aus dem Spiel oder so, aber irgendwie soll das nicht so sein. Komplett im Black. Gut, dann machen wir. Wir fahren trotzdem. Wir machen jetzt auf die Kiste, schauen mal, wer kommt. Wir machen ein bisschen später heute. Abendschicht, wir fahren heute am Abend rum. Am Abend sieht das Ding auch viel besser aus, sind wir uns mal ehrlich. Machen wir mal auf hier. Dann machen wir nochmal die Platten hier an. Dann. Alter, hier drüben geht's aber ab, ne? Am Würstelständchen, guck. Da raucht's aber richtig raus. Oh, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine Bockwurst. Die Dame? Die Dame? Ich bin ein Schausteller, ich hätte bitte gerne den Bockwurst. Bringen Sie die bitte rüber, wenn Sie Zeit haben. So, brauchen wir noch die richtige Musik und dann kann es hier abgehen, Leute. Dann kann es hier richtig, richtig die Party abgehen. Fahrstand passt. Wir müssen nur noch hier die Effekt- und Lichtsachen einstellen. Nämlich das Stroboskop müssen wir komplett auf Dings stellen, genau. Lichtintensität, die können wir richtig hochdrehen heute. Dann können wir hier den automatischen Vorgang verwenden, glaube ich. Ja, der passt eh. Im automatischen Vorgang. Und dann. Sag mal, wo sind denn hier überhaupt meine Moving Heads? Habe ich die überhaupt drauf? Ja, doch, ich habe Moving Heads drauf. Weil die Moving Heads müssen wir auch noch ändern. Lasers an Moving Heads müssen wir ändern. Und die Laser müssen wir auch ändern. Ah, die Laser passen so. Moving Heads. Und, Moving Heads und Laser. So, fast. Die alle auf das bekommen. Ach, der macht so. Ui. Oh, ich mach den so, der sieht cool aus. Jetzt können wir eh langsamer machen. Nebel können wir voll reinfahren lassen. So, die Musik. Und dann können wir hier mal abfahren hier. Dann machen wir mal eine Abfahrt. Ab Bockwürstel bitte. So ist es. Das hatten wir doch, ne? Haben wir das schon? Nee, das hat man noch nicht. Hoffe ich halt. Echo drehen wir voll auf, Lautstärke runter. Alarmstart, Breakdance. Den haben wir. So, da können wir gleich mal hier Gas geben. Haben wir schon mal was eingestellt, wenn wir es brauchen? Thank you.
Noch mal so einen kleinen Durchlauf und dann geht's hier richtig ab. Machen wir mal Vollgas. Also immer kein Anfang. So, meine Damen und Herren, Ja, mal vorher seid auf der Kirmes und hört sowas. Einfach die Ente quackt das mal durchs Mikrofon. Einmal Sollen wir mitfahren? Bitte einen Metalldetektor-Mod machen. Ja, machen wir hier rein. Machen wir hier rein. Autoscooter ist auch geil. Ja, leider gibt es hier keinen Autoscooter. Geil wär's. So. Das war aber eine schnelle Runde, 2 Minuten 14. Lass uns trotzdem aussteigen. Die haben nichts bezahlt, wir lassen sie aussteigen. Wir haben nichts bekommen. Das war eine Freifahrt, weil wir noch getestet haben. Alles gut. Bitte fahr besser. Ja, ich fahr. Weißt du was? Wir machen eine Showfahrt. Pass auf, wir probieren es. Wir probieren jetzt eine Showfahrt hinzukriegen. Aber ich brauch die richtige Musik dafür, sonst wird das nichts. Wir brauchen die richtigen Leute bei uns, die mitfahren. Aber ich brauch die Mucke. Die muss reinballern. Ist das richtig? Ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal, ob das abgeht. Wenn nicht, dann muss ich mir was Neues suchen. Schauen wir mal. Leider kann man hier nicht vorspulen. Das wäre natürlich super, dass man drei hören kann. Ja, aber man kann nicht vorspulen. Ah, ich weiß, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist... Crave. Das hatten wir vorhin. Das hatten wir letztes Mal schon gehabt, ne? Ich frage nur gerade, ist das neue T-Shirts End? Was ist das denn für ein Lied? Das kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist übelst blöd. Nee, das nehmen wir auch nicht. Übelst blödes Lied. Das hatten wir, glaube ich, schon. Unforget Me, weiß ich gerade gar nicht. Das kenne ich auch. Das hatten wir auch schon mal. Too Late For Me. Das hat mir gerade auch nichts. Ja, ich würde gerne eine Showfahrt hinliefern, aber da braucht man halt echt... Irgendwas, was richtig reinballert. Braindance wieder und auf ein zweites. Das war schon ein geiles Lied, ne? Soll ich sagen, mach mal das für die Anfahrt und dann machen wir den Braindance rein. Weil das war ein gutes Lied, das nehmen wir sonst rein. Mal Braindance das nächste. Wir müssen nur schauen, dass der Wagen voll wird für eine Fahrt. Das ist gerade nicht so viel. Da ist noch leer komplett. Das ist auch nicht schlecht. Aber Braindance besser. Der welche Sound wieder rein. So, schauen wir mal. Also, eigentlich ist er fast cool. Ah, doch, es geht schon. CO2 schätzen keine dran, glaube ich. Muss ich schauen. Habe ich hinten CO2-Chats dran? Ich glaube, warte, ich mach mal. Weißt du was, wir machen mal CO2-Chats dran. Nicht, dass ich die nicht habe, weil das wäre schon geil.
Passt mal auf. Und mal hier unter Effekte, CO2-Maschine. Nebel, nee, ich habe eine Moving Head und Laser. Also mache ich die Laser weg, dann mache ich CO2-Effekte ran. Das wollte ich aber anpassen. Und zwar Rückwand. Nee, Lichtkästen. Hinten. Wir machen schon hinten die Dinger rein, oder? Oder vorne. Ja, hinten sind die... Ja, warte mal, ich habe, glaube ich, hinten sogar noch frei. Rechts habe ich den und... Ah, nee, hinten habe ich die Nebelmaschine. Dann machen wir vorne, machen wir... Ah, wir machen vorne rein, passt schon. Dann machen wir vorne am Lichtkasten. Statt dem Laser. Das ist jetzt Dings, dann machen wir... Zack, boom. Hier. CO2-Chat rein. Ich weiß noch gerade nicht über den Ansteuern. Ich habe K. Was steuern wir denn an? Ah, mit O. CO2-Chat ist da, genau. Effekte, CO2-Chat müssen wir in die... Hier rein, perfekt. Jawohl. Da haben wir CO2-Chats auch drin. Auf O sind die. Auf O sind CO2-Chats. Perfekt. Gut, dann können wir jetzt gleich mal starten. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So. Auf geht's. Geht los. Und die Mucke wird es ein bisschen lauter machen. Naja, Showfahrt kannst du damit eher weniger machen, merke ich gerade. Es geht insgesamt immer abgeht. Kreuz mal ein bisschen mehr. Showfahrt ist bei dem Lied echt schwer, weil du da kein Intro und Outro hast, so wirklich. Mal ein bisschen Facelifting rein. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, let's go, müssen wir uns merken. Okay, let's go. Oh, der Dustin mit Power aus Plastik. Das müssen wir aber anhalten, das ist wichtig und wichtig. Ja, an sich eine ganze 2 Minuten 39er Fahrt, würde ich sagen. Oh, hallo? Geht's noch von mir? Er muss echt Design von mir. So muss ich das hier nochmal vorlesen. Ja, von Dustin Helling, Alter. Frohe Weihnachten, guten Rutsch an dich und Andel und Zockerbrötel. Alter, Dustin, vielen, vielen, vielen herzlichen Reißzahn. Für 107 Euro mit Fies, kann man dazu sagen. Mit Fies schallert er einfach nochmal raus. Alter, Bruder, ich küsse deinen Nacken. Das kann ich wirklich noch raushauen, bis auf jetzt... Ach, komm, wir nochmal einen Like-Up raushauen. Ein Like-Up darf es sein. Und dann fahren wir hier mal mit der Runde. Ich hab Bock drauf mitzufahren. Keine Ahnung. Kann ich hier mitfahren? Hallo? Jawohl, ich kann hier mitfahren. Geil. Besser.
So, anderes Sonic, jetzt habe ich Bock auf Kirmes, nochmal eine Spende, vielen Dank. Später, Leute, später im Stream werden wir noch ein Fahrgeschäft zusammenbauen zusammen. Ja, dann werden wir dann in den, also das werden wir zusammen bald machen, wenn wir dann in den Indoorlands Simulator Schrägstrich Park, wie sagt man, Park? Park-Management-Simulator gehen. Das ist eigentlich beides, ein Simulator und Management-Simulator. Du musst managen, so auch, ne? Gibt es eine Simulation, dass du mitfahren kannst und so und du selber steuern kannst. Da gibt es nämlich ein Update, dass man jetzt seine Fahrgeschäfte selber bauen kann. Und deshalb, wir werden das später machen. Wir werden da später unsere eigenen Fahrgeschäfte bauen. Also mal, fährt das Ding auch mal los oder bin da jetzt nicht dran schon, weil ich da drin sitze? Die Dame, hallo, haben sie auch schön bezahlt mit dem Chip? Ich habe nämlich gar nichts bezahlt. Ich fahre hier gratis mit. Kann ich das einfach anmachen, das Teil? Ich mach's jetzt einfach an. Ich das mit voller. Kann ich den Hauptmotor einfach Vollgas. Oha, wie geil! Ich kann nicht. Ich muss nicht mal hochziehen. Oder muss ich doch hoch. Ich glaube, ich muss doch hochziehen, sonst fährt er nur so langsam. Oder ist das, weil die Bügel noch. Nee, die Bügel sind zu, oder? Ich mal einen Hub hoch. Oh, okay, jetzt geht er. Jetzt geht er. Ui. Oh, jetzt zieht er aber ganz anders. Was zwingst du so da hinten? Ist irgendwie mal losgefahren, so richtig. Jetzt fahren wir los. Freuen sich schon alle. Wer hat da diese schönen Fenster eigentlich hingestellt? Dass der TÜV so abgenommen hat, ich wage es zu bezweifeln. Dass hier einfach die Pflänzchen stehen dürfen, währenddessen man hier fährt. Machen wir den hier noch an. Exzenter, dass sich das ja auch noch schön dreht. Aber sowas würde ich trotzdem kotzen irgendwie. Alles, was so in Kreisbewegung fährt und so schwingt, Alter, ich würde einfach kotzen, Bruder. Aber ich würde das 10.000 Mal lieber fahren als, von den Exzessen, hundertprozentig. Felix, moin, wie geht's? Wie steht's? Andel, Quack, dankeschön. Das wird uns bis ins Ende des Lebens, wird es Andel verfolgen. Hushi, bist du deppert? Achso, ja, ja, naja. Auf das gehe ich gar nicht ein. Jetzt habe ich Bock auf Kirmesart vorgelesen. Genau, Marco Jensch. Schade, dass du die Nachricht vorhin vergessen hast. Ich habe keine Nachricht vergessen. Ich habe alles vorgelesen, was ich gesehen habe. Ui, da geht nochmal ein Ding ab. Aber echt, das ist ja voll. Das ist echt so ein Kinderfahrgeschäft. Was ist eigentlich, wenn das Ding. Also ich werde das jetzt mal runterlassen, mich mal hinten hinstellen, was passiert. Wir machen jetzt auf Parking. So, das ist ganz schnell raus. Also theoretisch, das fährt jetzt hier runter, ne? Also wenn ich jetzt hier stehe, kriege ich das in die Fresse oder wie sieht das dann aus? Hallo, ich bin's, die Katrin. Kriege ich das in die Fresse oder? Ach, der lässt sich erst runter, wenn das im Stillstand ist. Okay. Ach, so machen die das. Oder? Ich glaube, die hängen jetzt. Ich glaube, es ist kaputt gemacht. Der lässt ihn jetzt nicht runter, ne? Der lässt ihn bei Gott nicht runter. Es ist vielleicht drunter gestanden. Wisst ihr was? Er hängt da jetzt ein bisschen rum, bis die Feuerwehr kommt. Viel Spaß. Was aussieht. Habt ihr Spaß da oben? Hm? Warte, ich mach dir noch ein bisschen Spaß. So. Spaß! So viel Spaß! Viel Spaß hier drin. Ja, die haben einen Spaß da oben. Die lassen wir jetzt da rumhängen. Interessiert tut es mich nicht, dass die das rumhängen. Das ist deren Schuld, dass sie da mitgefahren sind mit so einem Kettenkarussell. Jo, ich geh da mal, ne? Ich geh da mal. Der Hub ist noch oben. Ja, ja, der darf oben bleiben, der Hub. Das ist mir egal. Den lassen wir einfach mal oben. Die sollen mal überlegen, was sie eigentlich gerade gemacht haben. Lass mal einfach mal oben sitzen. Jetzt bleiben. Ja, die bleiben da jetzt. Mir ist das egal. Ich meine, das ist ja nicht mein Problem. Ich bin ja nicht richtig eingestiegen. Ich habe ja extra gestoppt alles. Kann mir egal sein. So. Was gibt's hier eine. Schau, da gibt's einen Cringe-Tiger da hinten. Ach, guck. Gibt's auch eine Ente? Dann könnten wir das nämlich kombinieren: Ente und einen Cringe-Tiger. Ja, es gibt ja nur Cringe-Tiger. Schade. Enten haben sie nicht, ne? Nee, haben sie nicht. Schade. Hallo, haben Sie vielleicht Enten? Auch nicht. Okay, danke schon. Sehr lieb von Ihnen. Haben Sie vielleicht eine Entenpille? Guck mal, das ist zu. Haben Sie vielleicht eine Ente? Gucken wir mal. Ein Tiger? Ah, die haben alle keine Enten im Angebot. Ich bin echt traurig. Ich kann hier nirgendwo dosen. Ah, nee, auch keine Enten. Das ist überall dieselbe Textur, sehe ich gerade. Das sind immer dieselben Sachen. Gut. Hätte ich jetzt bitte gerne so eine Schokobanane. Also, sie haben gar keine Schokobananen, kann das sein? Ja, dann verpisse ich mich hier auch. Okay, gut. Waffeln und Zuckerwatte gibt es, aber keine Entenwaltenbreite. Ja, ich überlege gerade, sollen wir jetzt eigentlich Richtung Parksimulation mal wechseln?
Weil habe ich ja auch gesagt, das werden wir heute auch noch spielen, also. Wobei, habe ich es geabt? Ich hoffe, ich habe es. Oh, vielleicht gibt es hier eine Ente. Nein, schade. Wir haben alle keine Enten im Angebot. Ich bin echt enttäuscht von ihnen. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe mich so auf eine Ente gefreut. Du kommst da nicht rein. Du kommst da nicht weiter. Komm. Du glaubst schon, wer du bist, ne? Du kommst da nicht rein. Nein, hier ist nur VIP. Nein, der Herr. Hier ist nur VIP-Zugriff. Hier dürfen nur VIPs rein. Sie sind doch zu jung dafür. Sie dürfen nicht rein mit ihren Pommes. Essen Sie erst die Pommes. Nein, erst die Pommes essen jetzt VIP-Eingang. Hallo? Ich bitte Sie darum. Ich muss uns Security holen. Ich muss uns Security holen. Hallo? Nicht da rein. Nein. Nein. Ja, das Kind durfte rein, weil der VIP-Pass hatte. Das ist einfach nur ein kleiner Mann. Aber sehen Sie, ein Kind, Sie dürfen wir nicht rein. Genau so ist es. So, warte. Ich schubse Sie mal Richtung Ausgang, weil sonst müssen wir Security holen. Ja? Dann holen wir nämlich gleich Security und dann schmeißen wir sie raus. So. Geht der eigentlich dann woanders hin, wenn ich die woanders hin? Ich glaube, der geht dann sogar woanders hin. Also wenn das Game gescheit genug ist. Da hat er wirklich seinen Vater. Nein, du gehst da jetzt nicht rein, du gehst jetzt woanders hin. VIP-Only-Zugang. VIP-Only. Ich lass dich dort deine Dinger nicht snacken. Der möchte nach hinten snacken gehen, ne? Ich lass ihn aber nicht. Und was passiert, wenn der jetzt reingeht? Ja, jetzt reicht es. Jetzt rufe Security an. Jetzt reicht's. Ja, jetzt rufe Security an. Ja, brauchst du jetzt gar nicht so einen blöden Tanz hier machen. Jetzt rufe Security an. Jetzt reicht's mir. Ah, guck, jetzt geht er. Hab ich doch gesagt. Muss die Kinder einfach nur ein bisschen recht weisen, wo sie hin müssen. Hallo, Entschuldigung, die Dame. Sie dürfen mit ihrem Kind hier nicht rein. Nein. Ihr Kind darf hier nicht rein. Ihr Kind darf hier nichts zu essen mithaben. Nein. Mutter ist das scheißegal. Komm, na. Warum kommen jetzt die ganzen Kinder hier? Lass das. Können Sie bitte gehen mit Ihrem Kind? Hallo, das ist... Genau deshalb wollte ich nicht, dass die reinkommen. Hier ist überall Zigarettenpackung. Ich weiß das ganz genau. Hier sind die Erwachsenen, hier ist VIP. Da dürfen keine Kinder rein. Bitte gehen Sie bitte. Bitte gehen Sie wieder nach außen. Bitte tun Sie mir den Gefallen. Türsteher-Simulator wird doch ein geiles Spiel. Jetzt, wo ich hier so stehe und die Kinder abweise. Weil sie unter 18 sind, hier nicht rein. Ist ja nicht schlecht, du. Eigentlich doch. Gibt es einen Türsteher-Simulator? Ich würde ihn spielen. Wo man den Ausweis abfragen muss und dann darfst du jemanden reinlassen oder nicht. Also ich würde den voll mit Dingsen. Also ich würde den wirklich durchsuchten, bis zum geht nicht mehr. Toiletten. Da bin ich mal gespannt, ob es wirklich Toiletten gibt oder ob das nur ein Fake ist. Ah, es gibt Toiletten. Wir können nicht rein. Das ist sehr schade. Kein Toiletten. Ah, hier nochmal Toiletten, ja. Mhm. Ah, hier gibt es nochmal die Toiletten, genau. Aber ich finde das Easter Egg nicht. Das würde mich... Es gibt hier irgendwo so ein lustiges Easter Egg, aber ich finde das nicht. Man kann hier ja zwischendurch auch reingehen. Also hier so diese Dings und hier gucken, aber... Ich finde das gerade leider nicht, aber nee. Oh, hallo. Ui. Ui, Donuts. Die haben aber ein Riesenloch hier, Donut. Aber Döner gibt es hier keinen. Bei Kirmes gibt es immer sonst irgendwo einen Dönerladen auch noch. Aber hier gibt es irgendwie keinen Döner. Ja, nur Bratwürstchen. Ja, solche Cake-Sachen. Skistand. Sushi gibt's aber. Frisches Sushi. Das ist mir neu, dass es Sushi gibt. Hauptsache Sushi, aber kein Döner. Ja, ich glaube, wir gehen mal unseren Park weiterbauen, oder? Parksimulator. Weil mein Lieblingsfahrgeschäft habe ich jetzt gezeigt an sich. Die neu sind auch. Also das eine Fahrgeschäft, was Neues. Irgendwie kriege ich da Hunger, wenn ich das hier alles sehe, Leute. Ich krieg da übelsten Kohldampf. Oh, schau, was hier gibt. So eine Hütte. Ey, ist die neu? Die habe ich noch nie gesehen, diese Hütte hier. Was gibt's denn hier? Aha. Ist aber ganz schön günstig im Gegensatz zu echten Preisen. Ja. Geht klar. So ein Pils für 3,50. Ja. Otter Cola Light 2,50. Naja, das sind ja auch normale Preise. Ist okay. Gut, dann machen wir das mal. Dann schauen wir uns das mal an. Weil ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen eingerostet, was das betrifft mit Parksimulator. Aber ich bin gespannt, weil das Update hat jetzt was, dass man sein eigenes Fahrgeschäft bauen kann. Also du kannst halt wirklich dein Fahrgeschäft selber zusammenstellen und da habe ich richtig Bock drauf. Heute ist halt wirklich Freizeitpark-Tag bei mir auf dem Kanal. So muss ich das nur starten. Da muss ich auch nochmal hier, ach wir lassen das einfach so, passt schon. Wo ist es denn? Also, Indoorlands. Spielen. Perfekt. Ich hole mal was zu trinken in der Zwischenzeit, währenddessen das Spiel lädt. Bin gleich wieder da, Leute. Bin gleich wieder da. Neu.
So. Boah, viele Kicks sind aber nicht übrig. Na gut. So. Hab mir schnell einen Red Bull geholt. Ah, Marco. Ah, sorry, sag ich jetzt aber. Was? Die 99 habe ich nicht gemacht. Was stand denn da drin? Sollen wir nochmal schauen. Da ich deine Doni nicht gesehen habe. Lass mal gucken hier. Ich sehe die aber nicht. Ah, da! Ah, hier, tatsächlich vor einer Stunde. Mein kleines Geschenk für dich und den besten Server, den es gibt. Ich hoffe, dass es, dass ich auch bald dort spielen kann. Kleiner Scherz noch, habe ich was verpasst. Liebe geht raus. Jetzt habe ich es gesehen! Ja, dann beste Liebe geht raus an dich auf jeden Fall. Habe ich da noch was nicht vorgelesen? Der Lenne hat von Eurodate, danke dafür. Vorhin haben wir auch vorgelesen, oder? Wie es mir ein Zuckerbrodel geht. Also uns geht super. Nichtseher mit Durchblick. Hexium ist klasse. Falls du dich über meinen Namen wunderst, ich bin blind, kein Scherz. Ach so, echt jetzt? Kannst du trotzdem so? Ach so, ja, man kann ja diktieren mittlerweile. Kannst ja auf dem Handy einfach sagen, ich diktiere. Da weißt du gar nicht, was ich mache. Aber ich glaube anscheinend, die Leute hören einfach gut gerne zu. Das kann natürlich sein. Aber die sehen halt nicht, was ich gerade mache. Aber deshalb, ich kommentiere ja auch alles. Von dem her eh nie so schlecht. Ich glaube bei mir, also wenn man jetzt no joke blind ist, ich glaube bei mir, erfährt man mehr, als wenn du jetzt irgendeinen Film guckst, weil in einem Film siehst du halt was und ich laber halt oder kläre halt alles, ne? Das ist halt vielleicht ein bisschen anders. Aber hat auch nicht gehört, das wäre Donel und sagt, er ist blind und hört dir halt zu, ne? Magna Lump, wie Andel, die Ente zu X-Mess Geschenk. Intensiv was? Intensiv, oh mein Gott. Ah, mein Gott, intensiv, jetzt verstehe ich's. Lüge geht raus. So, Maxi Galaxy hat ja auch noch donated. Was geht heute? Ja, heute geht ein bisschen was ab hier. Aber jetzt habe ich Marco, danke, jetzt habe ich alles vorgelesen. Letzte Spende für 2021 von mir. Ich wünsche allen guten Rutsch in 2022 und kennst mich noch. Der Furz muss rein. So, gut, dann würde ich sagen, start mal durch. Ich freue mich. Ich habe ja schon ein bisschen angefangen zu spielen. Aber ich habe noch nicht das neue Update probiert. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt ist. Willkommen in Indoorlands. Early Access Park. Mein Schieberpark ist nämlich noch da. Ich habe den seit dem letzten Mal Stream nicht wirklich aufgemacht. Ich habe, glaube ich, einmal reingeguckt, aber ich habe ihn nicht wirklich aufgemacht. Ich wollte nämlich immer das on Stream machen. Ich bin noch nie dazu gekommen, weil ich wollte immer nur on Stream weiterbauen. Habe ein Türsteherspiel. Oh, das müssen wir unbedingt zocken. Schau mal, das ist unser Freizeitpark, wo wir so viele Toiletten gebaut haben. Sind die Leute happy eigentlich? 77% sind noch happy bei uns. Okay, gut. Jetzt nicht mal gucken, wie funktioniert das jetzt mit dem selber bauen. Ich habe jetzt gesehen, man kann selber bauen. Die Fahrgeschäfte. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Ich sehe nur gerade, wir haben ja Land letztes Mal gekauft. Ach du Kacke, wie machen das jetzt? Ich habe hier überhaupt keinen Platz, Bruder. Das heißt, ich muss den hier weiter verschieben. Halle betreten. Ich habe so lange nicht mehr Halle neu platzieren. Wir platzieren die einfach. Also ich habe ja auch keinen Platz. Ja gut, das ist jetzt aber... Ja gut, machen wir das jetzt am besten. Warte, R zum Rotieren, ja. Nee, okay, dann machen wir das folgt. Wie folgt? Wir werden hier das erstmal kaufen. Ich glaube, da können wir hier drauf gehen. Und dann... Nee, das war's nicht. Fläche? Hier, genau. Für 500.000. Wie viel haben wir denn? 545.000 haben wir. Sonst kaufen wir ein bisschen Land ein, weil wir brauchen hier noch ein bisschen Platz, dass wir hier auch weiter bauen können. Wobei ich merke gerade, die kommen ja gar nicht nach hinten. Ah, den kann ich verschieben, stimmt. Wir kaufen mal ein bisschen Land. Bauen hier eine Dings runter. Jetzt habe ich nur noch 49.000. Ja, egal. Wir machen das jetzt einfach. Weil wir müssen das Land erweitern, dass ich hier weiter bauen kann. Und dann brauchen wir Wände. Aber wie ging das nochmal? Wände? Parkeindrucksbums. Ach, hier gibt es ja auch neue Sachen. Sind die Wege neu? Dass man die jetzt... Die sind neu, ne? Man kann die jetzt einfärben. Und den Boden kannst du auch machen. Der war davor nicht so. Also ich bin mir ziemlich... Ja, das ist neu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorher nicht so war. Aber das will ich aber... Oh nee, jetzt habe ich den so gemacht. Nein. Leer machen bitte. Ja gut, dass das jetzt neu ist, dass man jetzt Böden und so weiter hat. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht. Ist ja geil. Ich mache das hier aber nochmal weg. So. Dann baue ich nochmal meinen Standardweg hin, weil ich habe jetzt überall Standardweg verbaut. Ich weiß nicht, inwiefern mich das jetzt beeinträchtigt mit meinem... Ne, wisst schon. Aber wird schon passen. V
Fahrgeschäftshalle, Dekorationshalle, Restaurant und Geschäfte. Und Versorgung. Was haben wir hier Neues? Toiletten. Gibt es eigentlich noch eine... Ach, das gibt so eine Toilette in groß. Mhm. Ja gut, ich werde sonst einfach mal gucken. Also die Wände mache ich einfach so und dann Standardboden über das hier, glaube ich, ne? Nee, auch nicht. Was ist denn der Standardboden? Weil einfach nichts anklicken oder das hier? Das hier war's. Das ist der Standard... Na, doch nicht! Was ist denn der Standard... Ist das denn der Standardboden? Das ist der... Jetzt habe ich die. Das ist der Standardboden. Jetzt habe ich es herausgefunden. Gut. Da ist der Standardboden, dann haben wir das auch wieder. Aber es gibt halt viele neue Sachen. So, da haben wir hier ein Problem mit der Blockierung anscheinend. Weiß ich auch nicht, was da neu ist. Müssen wir mal gucken. Aber ich will mein Fahrgeschäft jetzt erstmal selber bauen. Auf das habe ich gerade Bock. Ich will mal gucken, wie man die neuen Fahrgeschäfte bauen kann. Aber dann mache ich hier weiter rüber. Okay, und hier ist auch sowas. Das heißt, hier haben die keinen... Oder ist das... Dass die hier nicht reinkommen, glaube ich, ne? Oder kommen die hier durch? Die müssen hier durchkommen eigentlich. Doch, doch. Da muss ich eine Halle kaufen. Fahrgeschäftshalle. Eine neue. Cleanen müssen wir. Können wir eigentlich nur selber cleanen wie früher? Nee. Weil früher konntest du selber... Oder kann man cleanen? Ach doch, das müsste doch gehen. Aber was steht hier? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich war so lange nicht mehr hier. Besuch außer brauchen wir auch nicht. Also reinigen? Wie du merkst, kannst du... Ah doch, man kann noch reinigen. Aber ich schaue erstmal, ob hier alles... Ah, hier ist was. Nicht clean. Ah, es geht doch noch. Cool. Wir haben ja überall jetzt Leute angestellt, die das für uns reinigen. Also wir müssen hier nicht mehr reinigen an sich, aber... cool, dass man jetzt noch immer reinigen kann. Das ist nice. Gut. Dann brauchen wir nur noch... eine Halle, aber ich glaube, die kostet jetzt zu viel, ne? 75.000, wir haben 100.000. Dann nehmen wir eine für 75.000. Schallern die hier rein und dann müssen wir nochmal einen Weg weiterbauen. Und dann... Zack, 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 zack. Will ich mal gucken, inwiefern ich mein eigenes Fahrgeschiff bauen kann. Blueprints, da kann ich die Halle erstmal... Ja, ich gehe mal die Halle betreten. Gucken wir uns das mal an. Inwiefern das funktioniert. Also, hier kann ich raufgehen. Okay, verkaufen. Da gibt es doch die Standardsachen. Dekoration. Vielleicht muss ich da sogar einen eigenen Modus reingehen. Das kann sein. Ich habe mich jetzt halt nicht informiert. Ich weiß nur, man kann jetzt sein eigenes Fahrgeschäft bauen. Mhm. Verkaufen, Maschine, Chaos, Swing. Swing hatten... Haben die schon gekauft, die Swing? Ich glaube nicht, ne? Mal gucken. Muss noch mal rausgehen hier. Na, bitte einmal rausgehen. Aber ich muss mal gucken, was wir schon alles gekauft haben, dass wir unseren Indoor-Park ein bisschen... Die Swing haben wir, den Breakdance haben wir, den Booster haben wir. Eigentlich, da haben wir erstmal alles. Okay, muss ich nur gucken. Blueprints, Halle, wie ich das jetzt mache. Ich habe keinen Plan. Oder? Was ist hier neu? Ticketpreise haben wir ja, glaube ich, damals schon angepasst. Ne? Die sind okay. Die sind im grünen Bereich, damit mehr Leute kommen. Schieberpark ist auch perfekt, wie er ist. Jetzt können wir nur Fahrgeschäftshallen haben wir jetzt gemacht. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten mache. Halle betreten. Muss ich dazu was freischalten? Das kann... Hm. Was ist hier eine Notification? Die Exklusivität fehlt im Park. Ja, ich würde ja gerne ein eigenes Fahrgeschäft bauen. Ich weiß es auch nicht, wie. Ich weiß es auch nicht, wie. Thematisierung, Dekoration. Ja, das sind halt so die Sachen, aber... Verkaufen möchte ich nicht. Nee, ich möchte... oder muss ich das erst freischalten? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich das... Ich könnte es jetzt probieren, ein Fahrgeschäft hinstellen, das zu bearbeiten. Aber ich habe jetzt nicht so viel Geld dafür. Hm. Ja, lass das mal wieder komplett, Bruder. Weißt du, ich schmeiß mich ins Game, denk mir so, wird schon einfach sein, dass ich irgendwie was selber bauen kann. Komm hier rein, denk mir so, warte mal, wie baue ich jetzt selber mein Fahrgeschäft? Vielleicht muss ich es auf die Alpha setzen? Ich schau mal, vielleicht muss ich es auf die Alpha setzen, weil ich frage mich jetzt gerade ernsthaft. Weißt du so, hä, wie? Hm. Nee, ich habe jetzt echt keinen Plan. Also dieses Geld haben wir dafür. Weiß das sonst wer? Right Editor ist im Hauptmenü. Auch ja. Ah, danke schön. Ja, ich dachte mir schon. Dann verlassen wir mal die Halle. Das ist dann im Haupt... Ja, ich dachte mir vielleicht so ein Modus, wo wir bauen müssen. Und dann können wir es später einsetzen. Gut, warte mal. Dann gehe ich nochmal zurück zum Hauptmenü. Danke an dieser Stelle. Ah, hier. Erschaffe dein Fahrgeschäft. Das wollte ich probieren. Dankeschön. Hm. Wir können einfach unser eigenes Fahrgeschäft bauen. Und das finde ich Hammer. Steuereinheiten kannst du bauen. Dann die Colors definieren. Okay, wir bauen mal was Cooles. Was bauen wir? Eine Mitteldeko brauchen wir nicht. Ich brauche mal was, eine Platte oder sowas. Großer Motor.
Okay, das sind das jetzt alle Teile, die wir derzeit haben. So einen Block könnten wir hinplatzieren. Kann ich den in die Breite bringen? Dann mal schauen. Oder baue ich das hier so weiter? Nee, das kann ich doch eigentlich vergrößern. Ah, da, Skalierung, hier. Okay, dann bauen wir mal. Ja, pass mal auf, dann bauen wir das so. Den mache ich weg. In die Länge, nein. Drehung, okay, das kannst du ja echt alles machen, Bruder. Wir bauen mal so einen Anhänger. So eine Grundplatte, wo alles draufkommt. Also wir bauen mal einen Anhänger. Ich kopiere den mal. Genau, und dann tun wir den mal ziehen. Ach, ich kann das hier so weiter kopieren. Und dann zieht er hier. Ah, okay. Also wir bauen mal einen Anhänger. Das machen wir mal. Also hier wird so... Nee, ich möchte, dass der hier... Kann ich den hier rüber? Nee, möchte er gerade nicht. Gut, bauen wir so einen Anhänger. Dann. Okay, ich glaube, Masten, nee, der brauche ich nicht. Kleine Mitteldeko, das ist eher... Ja, da könnten wir den Motor draufschallern. Ich habe halt keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und hier gibt es den großen... Ach nee, das ist der große Motor. Das heißt, das ist gar kein Motor hier in der Mitte. Ja, warte, dann mache ich den hier aber... Hoppala, dann mache ich den mal weg. Dann habe ich den großen Motor und baller den hier in die Mitte rein. So. Einfach nur mal zum Testen, da können wir was Fettes drüber bauen. So, was bauen wir denn drauf? Rundes Mitteldekor, Winkelverbindung, Gondelarm. Ich werde mal was Simples bauen, okay? Ich baue was Simples. So, schauen wir mal. Steuereinheit, Hauptmotor. Bestätigen. Okay, let's go. Geht das schon, oder? Das ist jetzt der Haupt... Das müsste doch das Ding hier sein. Maximale Geschwindigkeit... Ah, es funktioniert! Wie geil! Okay, maximale... Beschleunigungszeit. Input. Hauptmotor 1. Ah, hier ist dann der Input. Okay. Skalierung. Oh, ich kann jetzt skalieren. Wir machen einen kleiner. Rückwärtsrichtung. Ich muss echt mal reinkommen. Also der große Motor, je mehr ich da reinballer, desto teurer wird das. Schau mal wie fett Geschwindigkeit man reinballern muss, dass der sich erstmal so dreht. Beschleunigungszeit 0,9. Skalierung. Skalierung macht jetzt nicht so. Oder macht die was aus? Geht das irgendwie schneller auch, dass er sich richtig schnell spinnt? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, da brauche ich einen kleineren Motor. Okay. Wie kriege ich das wieder weg? Hallo? Okay, wir machen hier mal. Okay, hier. Mein erstes Fahrgeschäft, meine Damen und Herren. Mein erstes kleines Rundfahrgeschäft. Nee, das werden wir natürlich nicht so bauen. Wir werden jetzt erstmal das Ding hier wegmachen. So. Jetzt erstmal stoppen. So, auf 0. Mein erstes kleines Rundfahrgeschäft. Großer Motor, dann könnten wir hier theoretisch eine Platte... Alter, funktioniert das direkt mit der Platte? Wir könnten hier einen eigenen Breakdance bauen, ne? Nur, dass ihr es wisst. Schau mal, ob sich die Platte dreht. Okay, ich glaube, ich habe den Motor kaputt gemacht. Ich glaube, der muss... Ah, oh, never mind. Boah, Alter. Dreht sich in beide Richtungen. Wir machen mal ein Plattenfahrgeschäft. Da habe ich mal Bock drauf. Also eine Platte haben wir mal. Dann machen wir noch auf der Platte sollen wir so ein Breakdance-Fake machen, wo wir nochmal Motoren dran bauen. So ein Gondelkreuz. Wir machen mal Gondelkreuze dran. Das ist schon geil, Bruder. Wir können Gondelkreuze dran ballern. Dann mit oh mein Gott, wie... Nee, warte, wir bauen hier noch ein bisschen mehr raus. Wir schauen, dass wir da noch ein bisschen mehr rausbauen. Okay, das ist etwas zu groß. Das können wir zwar kleiner machen, aber ich mache das jetzt mal nicht. Ich habe gerade eine richtig geile Idee. Und da bauen wir jetzt das Ding da dran. Warte, hier so in die Mitte rein. Geht das? Geht sich das aus in die Mitte? Nee, ich möchte in die Mitte. Hallo, Mitte. Mitte. Ja gut, das... Boah, was? Gut, das sieht ein bisschen, ich würde mal sagen, racist aus. Nee, komm, das ist nicht das, was ihr denkt, was es ist. Nee, wir probieren es mal aus. Das sieht echt ein bisschen... Das sieht komplett bescheuert aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ansteuern soll. Warte, lass mal gucken. Funktioniert das jetzt hier überhaupt? Ich mache mal hier den Motor. Der ist so klein da unten. Opala. Okay, das funktioniert schon mal. Ich tue mir mal hinzu für den Hauptmotor. Gondel. Bestätigen. Geht die Gondel nicht? Gondelkreuze vielleicht. Arm links. Bremse, Hub. Bügel, Parken, Kreuzmotor. Den brauchen wir.
Ich habe keine Ahnung, ob das... ach, ich glaube, ich muss das noch verbinden, ne? Und dann brauchen wir hier noch eine Bremse, eine Gondelbremse. So, dann lassen wir das hier mal stehen, das Ganze. So, dann schauen wir gleich mal. Also, Drehung. Nee, ich muss hier mal... Oh mein Gott. Okay, ich kann das hier auch nochmal drehen, dass das hier so aussieht. Ey, wer will denn mit sowas mitfahren? Das ist aber die erste Frage. Wer will denn mit sowas fahren? das ist eine Frage, die brauchen wir uns nicht stellen. Ich frage mich nur, ob sich das hier schon dreht. Ah, das kann ich auch nochmal drehen. Achso, weil ich hier keine Motoren angebracht habe. Ah, okay, maximale Geschwindigkeit. Ich muss hier auch noch was dran bauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, gut, das machen wir so. Input. Machen wir mal Kreuzmotor. Ja, Leute, wer will mal mitfahren eine Runde? Hier mal Spaß, hier gehen wir Gas. Nee, das sieht echt, das sieht echt sehr bescheiden aus, das Fahrgeschäft. Ich lass mal einparken, warte. Pack's mal ein. Das sieht aus wie so ein Riesenmixer irgendwie. Also wenn du da die Hand zwischen einklemmst, dann ist da Ende. Ich mach das mal weg. So, die mache ich auch mal weg. Ich mach jetzt keine Kreuz... Oder soll ich eine Kreuzding reinmachen? Ich weiß nicht. Ich mach mal die Platte weg. Ich will mal was anderes probieren. Hydraulischer Arm. Ich hätte gerne was. Ein Masten, genau. Sowas. Den Masten ziehen wir richtig in die Länge. Ja, genau sowas will ich mal bauen. Den ziehen wir mal richtig in die Länge. Skalierung. Den können wir richtig fett machen, den Arm. Das passt. Und da drauf können wir jetzt was bauen. Ein Drehgelenk. Boah, was könnten wir da... Oder wir machen nochmal so ein... Können wir das hier auf der Seite anbauen? Ja, das können wir hier auf der Seite anbauen. Einen bauen wir hier an, einen bauen wir hier an. So, dann machen wir hier auch eine Länge von 1. Dann machen wir hier eine Länge von 1. Ja, ich lass mal komplett meine Fantasie laufen, Leute. Wir schauen uns das mal an. Hier können wir hier so einen Gondelarm dran bauen, aber der müsste von hier unten wenden. Nee, das ist zu gefährlich, wir müssen das länger machen. Machen wir 3,5, das sollte ausreichen. 3,5, nochmal 3,5. Und dann müssen wir nochmal kleine Motoren reinballern. Gibt es hier irgendwie kleine Motörchen? Gibt es nicht, ne? Hydraulisch, großer Motor, Platte, Gondel. Drehgelenk, das bräuchte ich eigentlich. Oder ist das Richtige, was ich mir gerade suche? Ich gebe jetzt einfach mal Drehgelenk unten. Nochmal so ein Drehgelenk. Und dann sollten wir nochmal die Gondel dran bauen, hier diesen Gondelarm. Dann sollte sich das drehen, der Gondelarm. Theoretisch, ja. Ich weiß es nicht, theoretisch nur, ja. Wir probieren es. Dann bauen wir hier nochmal so ein Drehgelenk an. Und hier. Und dann bauen wir hier eine Gondel dran und gucken uns das an, wie das aussieht. Ah, nee, ich will, dass die so am Rücken ist. Geht das nicht? Ah, das geht sich. Das geht irgendwie. Egal, ich lasse das mal so. Ich lasse das einfach mal so auf uns wirken, okay? So. Und jetzt drehen wir das Ding mal und schauen, wie das aussieht. Wobei, hier hätte ich noch was einbauen können. Das wäre richtig heftig gewesen. Mal hier unten rein, das Ding, genau. Oh, es dreht sich. Oha, wie geil. Oh, es dreht sich. Ich habe gerade... So würde Andel aussehen, wenn er ein Fahrgeschäft wäre. Genauso. Das fährt sich richtig kacke, Bruder. Das fährt sich richtig kacke. Also würde ich hier nochmal in die Arme was einbauen, dass das nach oben oder so geht, dann wäre das richtig heftig, theoretisch. Das wäre richtig heftig, Leute. Guckt euch das an, wie das aussieht. Nee, ich mach... Der Anfang ist ja gar nicht so schlecht, aber wir müssten irgendwas bauen, dass das wirklich heftig wird. Also das ist noch... Das ist noch von... Na, das ist noch von heftig weit entfernt. Ich hätte eine Idee. Einen Arm großen? Wie lang ist denn der Arm, sag mal? Oh, der ist riesig, der Arm. Okay, das ist mal ein riesiger Arm, der... Puh! Der geht über die ganze Map gefühlt. Nee, okay, den brauchen wir nicht. Ich will was von oben runter geht. Dann machen wir den noch ein bisschen... Achso, ist schon maximale Länge. Wir könnten den verdoppeln. Ah, warte. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee gerade. So, den machen wir ein bisschen größer. Skalierung. Und auch nochmal die Länge größer.
Wobei wir haben hier nur diese Punkte. Naja, egal. Egal. Und dann bauen wir. Ich habe nämlich eine Idee. Kennt ihr dieses Fahrgeschäft? Diesen. Oh, wie heißt der nochmal? Kamikaze ist der bei uns. Und zwar baue ich so ein Fahrgeschäft, aber es dreht sich hier unten nochmal. Das ist richtig heftig geil. Dann machen wir hier. Auf den Mast hier oben bauen wir jetzt nochmal einen großen Motor hin. Einmal hier und einmal hier. Und auf dem Motor bauen wir jetzt nochmal einen Arm dran. Ist halt die Frage, wie bauen wir das jetzt am besten? Lass es. Ja, gut. Ein Block am besten. Ja, machen wir es mit einem Block. Den ziehen wir jetzt in die Länge. Ah, nee, das ist die falsche Länge. Das ist, wie machen wir das am besten? Oder baue ich den? Wie mache ich denn das hier? Ich mich da ein bisschen besser auskennen würde, aber ich habe eine richtig gute Idee, was wir bauen könnten. Nee, das will ich auch nicht. Damit fahren wir ins Ding ein. Das ist immer die Länge höher. Das soll schon hoch werden. Das darf hoch werden. Aber jetzt brauche ich nur noch den Arm nach unten. Das macht das so, einmal so und dann einmal so. Und dann baue ich hier einmal den hier oben ein und den in die Länge. Ja, genau sowas will ich. Genau sowas. Den in die Länge. Aber ich will den nach unten bauen. Ja gut, dann mache ich den nochmal weg. Aber jetzt weiß ich genau, wie ich das haben will. Kamera 2. Oh ja, ey, damit kann ich ja viel besser arbeiten. Gut, dass ich da jetzt drauf gekommen bin. Bauen wir den so. Nach unten einmal in die Länge. Ja, genau so will ich das haben. Genauso und nicht anders. So, hier nochmal in die Länge und da machen wir dann einen Schwingarm dran. Und zwar können wir da jetzt einen Winkel... Nee, keinen Winkel. Wir brauchen eigentlich hier nochmal so ein Ding. So. Ey, da kannst du ja echt deine Fantasie frei im Lauf lassen. Das ist so geil. No joke an dieser Stelle. Und hier so ein... Nein, nicht so ein Fahrraddings bauen, sondern... Hier nochmal in die Länge ziehen, zweimal. Da kann ich hier sowas bauen an sich. Hier einmal. Den etwas in die Länge, auf wie viel? 150. Ja, gut, das können wir kopieren. Können wir das einfach hier? Ah, tatsächlich. Ah, das ist ja geil. Ich vergesse das immer, dass wir das kopieren können. So kopieren wir das hier auch nochmal rüber. Die Farben müssen wir dann halt noch machen, Leute. Das ist aber nicht so schlimm. Und da drauf bauen wir jetzt unsere Sessel drauf. Und dann fährt das Ding richtig ab. Genauso. Muss ja nur noch drehen. Gerade mal den Tab, um einen Verbindungspunkt zu ändern. Ah, okay. Okay, so kann ich den Verbindungspunkt ändern, aber ich möchte ihn einmal rotaten. Also ich muss, glaube ich, in die Richtung gucken. Nee. Wie kann ich den rotieren? Weiß das wer? Wie ich das Ding rotieren kann? Weil mit R wird's nichts mit dem Rotieren. Nee, so möchte ich den nicht anbauen. Ah, hier, Drehung. Ah, perfekt. Dann rotieren wir den einmal so rein. Ah, ich will den eh, dass er außen rotiert. Genau, einmal so. Perfetto, dann kopieren wir das einmal. Mit dem Fahrgast sogar. So, dann bauen wir nochmal so einen dahin. So, nochmal kopieren und hier ranballern. Ich sag euch, das Fahrgeschäft wird heftig. Es wird heftig. So, ich glaube, ich bin fertig. Brauchen wir noch ein Gegengewicht oder glaubt ihr, das passt so? Vielleicht das hier noch ein bisschen runter, dass das richtig krass wird von der Länge? Ah nee, da muss eh ein bisschen ausschwingen. Ja gut, dann lassen wir den hier oben. Gut, ich probiere das mal aus. Anfärbeln. Ja gut, das können wir... Ja, wir können das komplette Fahrgeschäft anfärbeln. Das ist super. Dann machen wir den mal... rot. Oder so... Ja, blau geht ein bisschen unter hier. Mach ihn so rot. Gut. Und den haben wir ja... Oh, oh. Genau, den haben wir ja. Der geht ja voll ab. Jetzt müssen wir nur die 2 noch machen. Und zwar kriegen die 2 maximale Geschwindigkeit. Okay, das ist etwas zu viel. Ich brauch Schwingen. Schwingung verwenden. Maximal. Oh, das ist geil. Das ist wirklich geil. Schwingung. Gut, dann machen wir hier auch Schwingen verwenden. Und dann ist das fertig, was ich die ganze Zeit bauen wollte an sich. So ein Schwingenarm. Gut, und den muss ich noch einstellen auf Input. Machen wir Gondel. Den anderen machen wir Input auch auf die Gondel.
Perfekt. Dann haben wir hier mal zweimal die Gondeln als Schwingarm. Also wer da mitfahren möchte, na viel Spaß. Und den machen wir jetzt mal rauf auf Gondel. Also ich will nicht mitfahren. Wir machen den mal langsamer. Das hat jetzt ein bisschen was von so einem Kamikaze-Fahrgeschäft, aber sag mal, warum ist denn der so langsam da drüben? Den habe ich ja gleich gemacht wie den hier, oder? Schwingung? Achso, weil ich den auf maximal... Ach, deshalb, der muss auch auf maximal, natürlich, sonst wird das ja nichts. Jetzt aber. Und fertig ist unser Fahrgeschäft. Ich kann mal mitfahren probieren. Kann ich das? Unride-Kamera? Er sieht so bescheuert aus. Wollen wir da mal mitfahren eine Runde? Ich hoffe, das geht. Ich muss es nur speichern, glaube ich. Dann können wir das auf unsere Kirmes platzieren. Ich finde es so geil, wie der Motor da unten so klein ist. Gucke ich das an, den machen wir gleich mal größer. So, der ist nämlich so klein da. Ich weiß noch nicht, ob ich da hinkomme. Auch ich komme hin. Eskalierung. So, so ein bisschen größer machen. Das Fahrgeschäft kostet jetzt 62.000, wenn man das jetzt so kaufen möchte. Also Leute, wer ein neues Fahrgeschäft bei sich auf der Kirmes haben möchte, ruft mich an. Für 62.000 bekommt ihr dieses Gerät hier vor eure Tür gestellt. Mhm. Erste Sitze noch rotieren. Wir könnten probieren, so einen Ecstasy-Nachbau zu machen. Das könnten wir mal machen. 8flex, das ist der Sound of a Spender Hexion. Ich habe letztes Stream schon gespendet. Ich wohne auch in der Steiermark. Kannst du mich bitte wieder grüßen? 8flex, grüß mal. Jawohl. Und Zaspoy, danke für 1,07 €. Marco, lernt schon mal auf. Ist perfekt. Da bin ich eh alles durch an sich. Lass die Sitze noch mitrollen. Das könnte ich machen, theoretisch, ja. Das ist ja das Geile. Wir könnten theoretisch hier einfach, zack, boom, die auch noch mitrotieren lassen. Aber dazu müsste ich die, glaube ich, erstmal abbauen, ne? Kann ich das hier einfach... Ach, die kann ich dann einfach runterziehen. Ich hab noch eine lustige Idee bekommen. Wie wär's, wenn wir einen Sitz oben und einen so unten machen? Das wäre eigentlich auch nur lustig. Aber ich habe Bock, so ein richtiges Fahrgeschäft noch zu bauen. Also jetzt kein Joke-Fahrgeschäft, sondern wirklich probieren. Wird das jetzt mal zum Testen, so ein richtig heftiges Fahrgeschäft zu bauen für unsere Kirmes. Also für unseren... So, ich will mal gucken, wie das aussieht. Boah, Alter! Stell dir vor, du bist da unten und ziehst einfach komplett durch. Kann ich das eigentlich so weit tief runter machen, dass die da wirklich hinfallen? Oder... Oh. So sieht ein sicheres Fahrgeschäft aus. That's physics. Das, Mama, ich will auch mal fahren. Das ist absolut sicher. Ich mache jetzt mal die Länge nach unten. Oh, okay, das ist dem egal im Spiel. Okay, ja, viel Spaß beim unten einfahren. Also kaputt gehen kann nichts. Das ist schon mal sehr lustig. Ja. Gut, ich mache jetzt das Gerät mal kaputt. Ich mache mal ein komplett neues. Also wenn, jetzt müssen wir echt mal was Fettes bauen. Also ich probiere jetzt so ein Fahrgeschäft zu bauen, so ähnlich wie der Ecstasy. Da brauchen wir einmal so einen Hub. In dem Fall bauen wir das hier rein mit einem Rundblock, glaube ich, war es. Ah, nee, in der Mitte ist ja kein Rundblock, glaube ich. Nee. Wo ist denn hier der Hub? Ich habe irgendwo von gesehen, gibt es einen... Ah, eine Hydraulik, hier. Hier ist die Hydraulik. Kann die hochfahren? Ah, guck doch. Ah, tatsächlich, die kann die hochfahren. Ja, was macht die Hydraulik eigentlich sonst außer hochfahren? Gut, dann haben wir eine Hydraulik eingebaut und da bauen wir jetzt auf die Hydraulik den Motor drauf. Und auf diesen Motor... Oder ist das nicht... Ja doch, das sollte passen. Das sollte passen. Den machen wir. Geschwindigkeit Vollgas. Skalierung machen wir klein. Ich meine, sieht ein bisschen... Ah, wollen wir das ein bisschen hochskalieren? Können wir das Input hochskalieren? Kreuzmotor, Bremse. Ich mache einfach als Bremse rein dabei. Ja, doch, das könnte funktionieren. Da bauen wir jetzt einen Arm drauf und dann haben wir hier so einen kleinen... Ja, doch, das sollte funktionieren. Aber ich weiß nicht, inwiefern wir... Ja, da haben wir zu wenig Anbaupunkte. Wobei, wir könnten einen mit 4 Armen bauen. Dann haben wir genug Andingspunkte. Winkel haben wir. Haben wir hier mehr Anbaupunkte? Nee. Nee, da haben wir nur oben. Gut, dann machen wir den mit 4. Da brauchen wir einen Block. So, da haben wir 4 Anbaupunkte. Natürlich oben auch noch einen, aber der ist jetzt immer egal. Und da bauen wir den Block rein, machen da die Länge. Und die Skalierung auf jeden Fall kleiner.
Es ist der Sound. Boah, ich hab so richtig im Kopf, wie wir das bauen können. Ich habe so richtig krass im Kopf, wie wir das zusammenkriegen. So, den kopieren wir. Copy-Paste. Copy-Paste. Oh ja, das wird ein gutes Fahrgeschäft, Jungs und Mädels. Und dann müssten wir... Ah, nee, das können wir vielleicht ein bisschen länger sogar machen. Die Länge ist wichtig und richtig. Auf 4 machen wir mal die Länge. Bevor wir dann dastehen, das ist zu kurz. Also bis jetzt kostet das ganze Fahrgeschäft 15.000 Dollar, wenn wir das so nachbauen wollen. Aber das sieht ein bisschen, weil das sieht ein bisschen wrong aus. Wenn ich das hier ein bisschen skaliere, in die Länge. Nee, das ist wegen dem Hub, der sieht halt so klein aus. Den kann ich nicht größer machen. Egal. Aber es sieht gut aus. Es sieht schon mal für den Anfang gut aus. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen... So. Wenn wir da noch ein bisschen Deko dran ballern, dann passt das schon. Gut, dann brauchen wir hier nochmal einen von oben Arm und dann Block von hier oben. Ey, ich hoffe, das geht gut, ne? Ja, keine Ahnung. Skalierung. Ich habe keine Ahnung, ob das gut geht. Ich habe wirklich keinen Plan. So, müssen wir das... Aber es sieht schon, ja, doch, es kommt schon langsam hin. Oder ist das... Ja, nee, der Arm ist halt, der geht halt nicht so runter, wie ich mir gerade vor... Aber es ist egal, es ist besser als davor. Das ist das, was wir da vorgebaut haben, glaube ich. So, den kopieren wir nochmal. Wobei, kann ich eigentlich das Ganze kopieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, ich kann immer nur einen Teil kopieren. Bis jetzt überzeugt es mich schon hart, dass man hier alles machen kann. So. Gut, und dann bauen wir hier unten auf Ehrenbruder-Basis eine... Nee, keine Platte. Nehme ich nochmal solche... Können wir eigentlich diese Arme dran bauen? Das müsste eigentlich gehen, ne? Die Drehkreuze unten dran bauen. Boah, die sind aber ganz schön groß, du. Die sind etwas zu groß. Wenn ich die kleiner mache, dann passt das eigentlich. Ich muss die nur kleiner machen. Aber ich glaube, ich brauche einen Motor dafür auch. Also wir müssen hier noch einen Motor anbringen. Ja. Also dann bauen wir hier nochmal einen Motor an. Motor. Großer Motor, den bauen wir hier unten nochmal an. So, genau. Den Motor machen wir jetzt ganz schön schnell, aber dafür klein. Und Input machen wir Gondel. Die Skalierung muss halt klein sein. Perfekt. Jawohl, das ist unser Motor und damit können wir jetzt was machen. Damit können wir das jetzt dann umsetzen. Ich glaube, das ist die beste Idee, die wir hatten bis jetzt. Man sieht zwar jetzt echt nicht so geil aus, aber... sich da mal länger mit beschäftigt. Das sieht aus wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein China, also Ecstasy made in China, auf Wish bestellt. So sieht das ein bisschen aus. Dankeschön, 2701 Stübe für 5 Euro Hündchen. Grüße ihn aus, schreibt aber nichts dazu. Und jetzt bauen wir unser Kreuz an. Das können wir dann eh kleiner machen. Aber ich hoffe, dass ich das genauso anbauen lässt, wie ich es mir gerade vorstelle. Aber ich denke mal schon. Habe ich es jetzt richtig angebaut? Nein! Das dreht sich mit von selber? Okay. Okay, Beschleunigung, Anzahl. Ist halt falsch rum gerade. Ah, das Kreuz kann sich sehr... Ah, okay, das Kreuz braucht keine... Ja, gut, das muss ich natürlich nicht. Das Kreuz, da brauchst du gar kein Dings dafür. Da brauchst du gar keinen Motor für. Da mache ich die Motoren hier aber wieder weg. Die Kreuze haben eigene Motoren schon drin. Das wusste ich natürlich nicht, dass die Kreuze schon wohl selber funktionieren. Ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass ich den nicht anbauen kann, so wie ich das haben möchte. Dass der wirklich so oben angebaut ist. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt ist der falsch rum angebaut. Armlänge machen wir mal kleiner, Skalierung viel kleiner. Ja, wie soll ich das jetzt hier dran ballern, ist halt die Frage. Spiegeln? Nee. Karussell auf Wish bestellen. Ja, ist halt wirklich so, es macht Spaß. So, da machen wir jetzt Gondel 1. Ach, da kann ich die Arme einstellen, wie viele ich habe. Ja, ich brauche 4.
heißt, ich kann auch nur einen fahren. Ja, ich brauche aber vier. Beschleunigungszeit passt Rückwärtsrichtung. Schwingen, ne, braucht man nicht. Ne, das passt an sich, aber es ist halt... Was mich gerade ein bisschen hart triggert, ist, dass ich das nicht richtig einstellen kann, dass der nach unten geht. Ich mach den, ich werde mal kopieren, wenn wir mal probieren. Ich kann den nicht oben anbauen. Na egal, wir probieren es mal so. Da probieren wir es mal halt unten rum anzubauen. Ich meine, wird zwar nicht richtig funktionieren, aber ist mir jetzt komplett egal. Wobei ich dann glaube, ich kann da meine Sachen nicht so anbauen, wie ich das haben möchte. Kann das sein? Oh ja, da kann ich die nur unten anbauen. Oh je. Oh je. Gut, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen, Leute. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. So will ich das Ding nicht auf den Markt bringen. So kann ich das nicht auf den Markt bringen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Zum einen ist mir gerade das aufgefallen, es fehlt hier was. Wir müssen den Arm hier nach oben pushen. Gibt es da irgendwas, was sowas macht? Winkelhub. Ich glaube, das braucht man dafür. Lass mal gucken, was der Winkelhub macht. Ja, genau sowas bräuchte ich eigentlich. Okay, dann habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Einen großen Fehler. Dann machen wir den mal weg. Ich habe einen Winkel nicht angebaut, weil den brauchen wir, dass das Ding auch nach oben fährt. Aber dann mache ich die Länge ein bisschen weg. Machen wir den auf 3. Ja, machen wir den auf 3, die Länge. Und wir könnten den ein bisschen fetter machen. Ja, wir machen den ein bisschen fetter. Also wir bauen es jetzt nochmal ein bisschen um. Ich habe gerade eine Idee bekommen, wie wir das am besten umsetzen. Ich habe eine gute Idee bekommen, dass wir das so umsetzen können. Dann sieht es auch vielleicht ein bisschen sogar besser aus. Und zwar bauen wir da den Hub an. Also den Arm. Aber dann tue ich das schnell umdingsen. Das ist dann nicht Bremse. Kreuzmotor haben wir, den tun wir weg. Dann haben wir den Hauptmotor, die Gondel und dann brauchen wir jetzt noch den Arm, genau. Dann bauen wir das am besten so. Winkelverbindung, Winkelhub, das heißt aber der Winkel. Fährt er dann richtig hoch? Ich hoffe, der fährt dann... Ja, genau so will ich das haben, genau so. Ausfahrdauer, das darf der sich selber überlegen, wie lange er braucht. Solange ich ihn zurückbekomme, Input machen wir mal Arm. Ich frage mich, ob ich den wieder zurückbekomme. Rückwärtsrichtung. Was macht der mal? Rückwärtsrichtung? Ach, keine Ahnung. So. Fangen wir hier nochmal an. Ja, der geht jetzt falsch rum. Der ist jetzt falsch. Das will ich nicht. Der ist richtig, genau. Sag jetzt nicht, der fährt falsch rum runter. Hey, warum fährt der jetzt runter und nicht? Ja, das verstehe ich nicht. Machen wir Rückwärtsrichtung. Dann ist der komplett falsch und der nicht. Der, also der fährt richtig runter, sehe ich. Ach warte, der wird hier unten angebaut. Ja, okay. Der ist hier weiter unten angebaut, komischerweise. Der wird hier oben angebaut. Der wird auch hier oben angebaut. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Guck mal, der Winkel hier ist irgendwie komplett anders angebaut als die anderen Winkel. Der wird hier unten so reingeballert. Och nö. Muss ich vielleicht doch was anderes machen. Ich mach den mal weg. Ja, das ist jetzt complicated, Bruder. An das habe ich nicht gedacht, dass das so kompliziert wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier die... Nee, die Drehung ist auch okay. Hä? Warum kann ich den dann nicht so anbauen? Weil ich brauche den Winkel genauso. Ein Winkelhub, den brauche ich aber genau... Schau mal, der macht hier oben. Ist aber falsch. Der macht ihn hier unten. Seht ihr, was ich meine? Der macht hier unten und der macht hier oben. Der ist spiegelverkehrt dran. Weißt du, wenn ich den so anbaue? Nee, der geht runter. Das war... Achso, Drehung. Ah, hier kann ich was machen. Gut, jetzt komme ich drauf. Der braucht eine Drehung. Warum auch immer der andere direkt funktioniert hat, frag mich nicht, jetzt funktioniert. Okay, der braucht einmal eine Drehung, dann geht er auch. Das heißt, wir machen aber den ein bisschen... Ah ne, der passt so. Ja, der passt jetzt perfekt. Gut. Dann haben wir den fertig, dann müssen wir den nochmal kopieren, dann kommt der hier hin.
Ja, passt, dass ich weiß. Jawohl, der passt schon so, wie er ist. Also keine Ahnung, warum der da passt und bei den anderen muss ich den anpassen. Ich weiß es wirklich nicht. Hier muss ich den eine komplette Drehung geben von 180. Dann funktioniert ja auch der Arm. Und hier braucht er auch so eine... Genau, hier. 180er Drehung. Perfekt. Gut, dann haben wir das auch. Input habe ich jetzt vergessen. Arm Input. Rückwärtsausrichtung ist aus. Perfekt. Also ich vermute mal, das ist dafür da, dass ich hier rückwärts die Dings ausfahren kann. Einmal hoch. Einmal runter. Aha, warum will der? Achso, weil ich ihn angeklickt hatte. Ah, nee, okay, dann braucht er keine Rückwärtsrichtung. Der hat ja nur einen Winkel. Also Rückwärtsrichtung ausmachen. Ich glaube, das war jetzt richtig. Ja, okay, funktioniert. Ui. Okay, das funktioniert supi. Jetzt kann man den Arm schon drehen an sich, wenn ich den jetzt richtig eingestellt habe auf Hauptmotor. Genau, Hauptmotor ist... Ah, hat noch keinen Input. Hauptmotor 1. Gut. Das heißt, wir haben schon mal den Hauptmotor gebaut, haben hier schon mal den Input gebaut für den Arm, dass wir die hochfahren können, die Arme. Wieder runterfahren die Arme, jetzt müssen wir hier nur noch die Gondelarme dran bauen. Und dann haben wir unseren Ecstasy-Nachbau sowieso ein bisschen fertig, zu laut. Ja, dafür kann ich es, dass das Ding zu laut hebelt. Gut, perfekt. Dann müssen wir hier nur noch unseren... Genau, die Skalierung noch ein bisschen hochschallern, Länge. Schauen wir mal, wie weit das nach unten geht. Ich habe einen kompletten Blödsinn gerade gebaut. Ah, nee, habe ich nicht. Nevermind, ich habe keinen Blödsinn gebaut. Nevermind, es passt sogar so, wie es gerade ist. Ich muss nur die Länge anpassen und dann noch einmal so ein Part dran. Okay, perfekt, da weiß ich schon. Kopieren. Einfügen. Ich dachte schon, ich habe wirklich einen kompletten Blödsinn gebaut. Jetzt weiß ich wieder, wie ich das gebaut habe. Es wird nicht ganz genau da nach oben fahren, aber perfekt wird es eh nicht. So, da mal die Länge anpassen und dann so. Fahren wir mal runter mit dem Ding. Also können wir den noch ein bisschen höher machen. Machen wir den ein bisschen höher, genau. Dann passt das. Und da nochmal die Arme dran bauen. Ach nee, wir müssen ja hier unten noch einen Motor dran bauen, stimmt. Da brauchen wir noch einen Motor, da müssen wir aber nochmal einen zweiten Ding setzen. Ach nee, haben wir eh Gondelmotor. Den Gondelmotor müssen wir bauen. Aber ich kann, glaube ich, das immer noch nicht drauf bauen, dieses Gerät hier. Nee, das kann ich nicht dran bauen. Gut, dann bauen wir einen eigenen Gondelmotor. Großer Motor wird dran gebaut. Der wird einfach kleiner gemacht. So, klein gemacht. Und wird auf Gondel 1 platziert. Und der reicht dann noch aus. Ich glaube, das ist okay, so wie es ist. Also wenn das nicht aussieht. Ah, wir können komplett kopieren. Oha. Ja gut, dann baue ich hier gleich das ganze Gestell auf. Ist ja geil. Ey, ich kann hier alles kopieren auf einmal. Ja, dann ist das ja viel einfacher, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja dann voll einfach. So, skalieren. Dann machen wir die Länge ganz schön glatt. Deshalb dreht er sich. Ja gut, dass ich das jetzt auch weiß, dass das funktioniert. Das ist ja super. Dann muss ich ja nicht mehr so viel machen, wie ich mir das gedacht habe. Das ist ja voll geil. Kann ich das jetzt voll easy peasy machen? Dann baue ich den hier so einmal. Dann kopieren wir das. Dann bauen wir den nochmal an. Kopieren wir das. Bauen wir hier nochmal an. Ja, dann haben wir es ja einfach, du. Ich dachte echt, das wird jetzt ganz schön aufwendig. Weil das hätte ich jetzt, also da hätte ich mir jetzt viel Zeit sparen können, hätte ich das davor schon gewusst. Dann fahre ich den hier nochmal runter.
Alter, voll geil. Das ist richtig geil. Jetzt dreht sich das Ding. Jetzt geht das nach oben. Hier nochmal nach unten. Und dann können wir hier noch die Sitze anbauen. Bin halt voll geflasht. Hier bauen wir dann unsere Sitze an, genau. Das passt eh so in die Richtung. Den drehen wir einmal. So, dann ist hier nochmal ein Sitz. Den drehen wir nochmal. Wir könnten auch einen Mehrsitzer machen, also dann könnten wir noch was dran bauen, wenn wir das wollen. Dann müssen wir das vielleicht ein bisschen größer machen. Aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Genauso. Das ist richtig perfekt. Und hier müssen wir noch ein paar Sitze anbauen. Indem wir hier nochmal so ein Stück verlängern. Genau, verlängern wir das Stückchen. Mal schauen, dass das passt. Jawohl, Alter, das ist perfekto. So, zu zwei. Da tun wir den rein. Ich hoffe, das geht sich nur aus mit dem Sitz platzieren. Aber es darf ja auch ineinander glitschen, mir ist das egal. Es soll nur, dass auch die Leute wirklich mehrfach sitzen können. Und das geht zwar das hier. Ja, perfekt, guck. Das sieht echt schon fast so aus wie so eine Gondel vom Ecstasy. Das gefällt mir echt gut. Also bis jetzt das beste Fahrgeschäft, was wir gebaut haben. Und hätte ich davor schon gewusst, dass wir hier einfach diese Sachen so anbauen, könnte ich mir sehr viel Zeit gespart. Und das werden wir jetzt dann auch gleich machen. Die Sachen gleich komplett so anbauen. So. Können wir gleich mal eine Testfahrt hinlegen? Ey, das sieht halt echt aus wie so ein Nachbau, Bruder. Guck mal. Ist ja voll der Burner. Ist ja voll geil. Sieht halt echt aus wie so ein Ecstasy. Wir könnten sogar noch ein bisschen Deko anbringen, wenn wir das wollen. Zum Beispiel hier in der Mitte. Ich glaube, ich baue da wirklich noch Deko an. Weil muss ich hier mal in die Mitte rein. Komme ich da hin in die Mitte? Nee. Ich kann ja nicht in die Mitte was anbauen. Das ist... Ah, aber hier unten könnten wir. Skalierung. Machen wir das ein bisschen kleiner. So. Einfach so ein bisschen für die Deko, weißt du? Gut. Ich mache mal eine Testfahrt damit. Ich schaue mir das jetzt mal an. Ich fahre den mal runter, den Arm. Mhm. Oha, wie geil. Ey Leute, guckt euch das mal an. Wir haben jetzt einfach mal unser erstes eigenes Fahrgeschäft gebaut. Ich muss das mal gucken. So, jetzt fahren wir das mal hoch. Ist ja voll geil. Wir bräuchten noch so einen Winkel, dass wir einmal drüber gehen können. Das können wir noch verbessern. Also so, wenn wir zwei Winkel aneinander bauen, das wäre richtig heftig. Aber so an sich, jetzt fahren wir mal Vollgas. Das ist halt schon Hammer. Also unser komplett selbstgebautes Fahrgeschäft gerade. Und ach warte, ich habe den Hub ja ganz vergessen. Wir haben ja einen Hub auch noch gebaut. Da muss ich noch einen eigenen Slot machen. Da machen wir Hub. Ein Rotor, Sprung, Ausgang, anheben. Den müssen wir auch noch genau anheben. Den können wir ja auch noch ausfahren. Ich meine, sieht jetzt nicht so ganz realistisch aus mit dem Hub hier unten. Aber ich glaube, der ist eher für was anderes gemacht, dass der nicht direkt am Motor sitzt, sondern dass der was anderes so tut. Ja, aber das sieht echt geil aus. Wenn wir da jetzt alle Sitze so machen und die noch ein bisschen umlackieren und so, sieht das echt nice aus. Kann ich den direkt mal speichern? So. Ne, das gefällt mir echt gut. Und den jetzt nochmal runterfahren und dann... Überleg mir, ob wir hier noch was dran bauen sollen. Also hier sowas. Doppelt und dreifach. Oder wir lassen den einfach so. Und lackieren den einmal um. Hm. Das hat echt schon, ja, doch Potenzial. Haben wir sonst noch irgendwo Deko, die drauf passen könnte? Nee. Weil so viele Dekos gibt es jetzt auch nicht. Aber es ist schon so, dass es ausreichend ist. An sich. Aber wir könnten... Ja, hier gibt es Winkelhub... Winkelverbindung, also wenn wir zwei bauen, zwei solche Winkel, also Winkel auf Winkel, dann fahren wir damit aber, nee, dann macht er doppelt, dann fahren wir da zu sehr, glaube ich, rein, wenn wir da einen Winkel, ich probiere es mal, ich glaube, wenn wir hier einen Winkel bauen und auf dem Winkel nochmal einen Winkel platzieren, dann machen wir ein großes Problem, nee, dann machen wir das lieber nicht, ich glaube, ich lasse den so, ich lasse so, wie er ist, ich kopiere das mal. Geil ist, wir können das wirklich hier komplett so kopieren. Das ist echt cool, dass man das kann. Schau, dass ich das hier perfekt anbaue.
Ist das perfekt angebaut? Ich hoffe. So, nochmal kopieren. Dann hier nochmal anbauen. Nochmal kopieren und dann nochmal hier anbauen. So, an sich fertig das Ding. Jetzt müssen wir jetzt nochmal Gas geben und dann echt was Geiles gebaut. Für 101.000 Dollar. So. Und hier oben bauen wir nochmal so ein Deko-Teil. So. Ich fahre es jetzt mal an und jetzt schauen wir uns an, wie das sich fährt, das Gerät. Also. Wir haben einmal hier diese Hubarme. Die können wir wieder runterfahren, das ist cool. Hier in unserem Hauptmotor. Dann unseren Gondelmotor, den wir entgegengesetzt der Fahrtrichtung steuern können, aber auch in die Fahrtrichtung, glaube ich. Ja. Dann haben wir hier die Anhebung, da können wir das Gerät hochfahren. Wenn ich es jetzt richtig gemacht habe. Ja, er fährt hoch. Perfekt. Und sobald er hochgefahren ist, können wir eigentlich die Arme... Also hat jetzt schon ein bisschen was von so einem Techno-Power. Stimmt, so sehen die ja aus. Wenn wir das vielleicht noch ein bisschen schneller hinbekommen könnten, dass die sich noch schneller drehen, aber... Ah, hier noch den Hauptmotor hochdrehen. Ja doch, das sieht schon nice aus. Das kann man so stehen lassen. Das will ich halt nur noch umlackieren und dann ist das Gerät fertig. Also alles, was ich eigentlich haben möchte. Vielleicht halt das hier so... Also Rückwärtsausrichtung. Ah, wir müssen eine Rückwärtsausrichtung, glaube ich, machen. Ja, Rückwärtsausrichtung. Wenn der an ist, dass er hochgeht oder nicht an ist, wieder runter. Genau. Jetzt geht er hoch und jetzt geht er runter, wenn ich ihn runterschiebe. Perfekt. Jawohl. Das haben wir auch. Gut, dann speichern wir das Ding gleich. Ich werde nur noch ein bisschen designtechnisch was ändern. Weil wenn ich den hier eigentlich ändere, kriege ich dann das auf alle? Nee, dann kriege ich das nur auf einen. Das ist schade. Ja, sonst baller ich, da habe ich eine Idee, dann ballern wir die überall weg. Design ich nur einen und dann, wenn ich den fertig designt habe, dann kopiere ich den einfach. Weil ich möchte das ein bisschen umdesignen, so ein bisschen schöner machen, das Ding. Weil das Feintuning fehlt noch. So, dann machen wir hier, das machen wir gelb. Wobei, gibt es hier eigentlich eine andere Farbgruppe? Können wir den noch anders lackieren? Nee, ne? Ah, hier kann ich die Farbgruppen definieren. Okay. Ja, dann machen wir den so ein bisschen Energy Storm-mäßig, wie den Ecstasy vorhin. So ein bisschen goldig. Also hier das hier. Und den Farbkanal. Perfekt, dann machen wir das so. Dann ist der 7... Den ballern wir auch auf 7. So, 7. Warte, hier können wir... Ah, wir müssen ja den auch nur einstellen, den Arm. Ja gut, egal, wir machen das so. Jawohl, wir machen das 7 und die 6. Da müssen wir nicht so viel machen, weil wir müssen den sowieso komplett kopieren wieder. Die 7 und die 6, genau. Das hat schon mal Stil dann. Mhm. Dann noch die Arme machen. Die müssen wir auch machen. Die machen wir ein bisschen... Kann man auf die 8 legen. Ach komm.
So, auf die 8. Das tun wir auch auf die 8. Den auf die 8. Aufpassen, nicht so schnell. Den machen wir auf die 6. Ach komm, jetzt kriege ich den da unten nicht. Ah, hier doch. Auf die 8. Dann sind wir gleich fertig mit dem Gerät. Dann können wir es in-game testen und schauen, ob es den Leuten gefällt. Ich glaube schon, dass es den Leuten gefallen wird, wenn sie damit fahren. Doch, designtechnisch ist das jetzt schon was Schönes. Das kann man schon sagen. Einmal Copy. Anbauen. Copy. Das Geile ist, wir können das jetzt halt überall anbauen, ne, wo wir wollen. So. Und dann noch die Arme umbauen auf 8 und 8. Ja doch, jetzt sieht das schon mal sehr professionell aus. Einzige, was mich gerade noch stört, ist hier unten der Part, aber mein Gott. Mein Gott, was schlimmer ist. Ach, warte, die muss man ja auch noch 8 und 8. So. Ja, doch, gefällt mir ganz gut. Das können wir so lassen. Ich würde sagen, den machen wir... Machen wir so, wie er ist. Vielleicht noch designtechnisch könnten wir noch was anpassen, wenn wir die Seiten noch machen. Aber dann müssen wir eh wieder alles copy-pasten. Den ganzen Arm. Wir können ja den ganzen Arm copy-pasten. Stimmt, wir müssen ja nicht. Ja, stimmt an sich. Dafür würde ich hier noch was anbringen, aber. Hier oben so ein Kugel-Dings da. Nee, ich finde, das ist schon cool genug. Ich finde, das haben wir schon gut so hinbekommen. Ja, wir lassen das so, wie es ist. Das ist okay. So, nochmal eine Rundfahrt mit den neuen neu lackierten Teilen und dann ist das gut, dann haben wir es geschafft. Den vielleicht ein bisschen größer machen. Den ein bisschen größer machen von der Skalierung her. Jo, geil. Sieht fetzig aus. Jo. Eh alles richtig gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Lichter könnten wir. Es wäre noch geil, wenn es Lichter gibt zum Anbauen. Aber es ist halt ein Indoor-Park-Dings. Aber ich speichere den jetzt mal ab. Fahrgeschäft speichern. So habe ich jetzt gespeichert. Die Frage ist, kann ich ihn, jetzt wo er gespeichert ist, in meinem Dings aufstellen. Das probieren wir jetzt mal. Das probiere ich jetzt wirklich mal. In den Park zurück. Bauteile möchte ich jetzt nicht. Möchte zurück in meinen Park. Zurück zum Hauptmenü. Wenn wir den jetzt aufstellen können, ist das wirklich geil. In Schieberpark. Aber ich habe jetzt nicht so viel Geld, weil der kostet jetzt ein bisschen. Geländer. Ach, Geländer hätte man noch dran bauen können. Aber das ist halt eh hier eingezäunt dann, ne? Wir können ja hier auch noch ein bisschen designen. Dies, das. Gut. Ich frage mich, ob man eigentlich aus dem Workshop dann Fahrgeschäfte... Ach, guck, da ist er. 76.000, wir können direkt hinstellen. Oh, wie geil. Habe ich da irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht. Lass mal schauen. Bruder, der ist aber nicht richtig rum. Schau mal, was da ist. Seht ihr das, was ich sehe? Ja, das ist aber ganz schön blöd. Habe ich den schon gekauft? Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Nee, weil ich den umdreht. Der ist nicht umdreht worden, seht ihr das? Aber der war vorhin richtig gedreht. Meine Damen und Herren, unser Fahrgeschäft hat gerade leider Probleme. Ich schaue mir das jetzt trotzdem mal wieder das Pferd. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden hier. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen vorspulen. Bei der war der Einzige, der richtig rotiert war, aber nicht auf 180. Oder was stand da auf 90? Ja gut, ich als Fahrgeschäftsbauer weiß das natürlich nicht. Dass das dann so aussieht. Oh nee. Das heißt, wenn die jetzt hochfahren, fährt der runter. Ich hoffe, ich kann das nochmal im Nachhinein bearbeiten. Ich schaue es mir dann gleich an. Ich will jetzt mal so fahren sehen. Ich will gucken, wie das jetzt aussieht, wenn das so ist, wie es jetzt ist. So, nicht mal einsteigen in meine Höllenmaschine. So, wir können sie ansteuern.
Oh ja, die nehmen hier oben Platz. Die nehmen kopfüber Platz. Wie geil. Ist das geil. Ich mach mal close hier alles zu. Ich hab jetzt noch auf Dienst angenommen. Ist auf normale Geschwindigkeit. Hier. Ja, tatsächlich, guck. Das ist jetzt falsch rum. Das ist jetzt richtig falsch rum. Ja, mein Fahrgeschäft ist kaputt. Ich muss das dann reparieren lassen. Aber es sieht cool aus. Es könnte sogar ein Tick größer sein, finde ich. Wenn wir da noch ein paar Arme dran bauen, könnten wir das ein bisschen nach außen machen, aber ja, sieht schon. Also für einen Park sieht das richtig heftig aus. So ein kleiner Ecstasy-Nachbau. Dann schaue ich mir das gleich an, zum Hauptmenü. Dann gucken wir uns das an, ob ich das Idee nochmal überarbeiten kann. Ob wir da nochmal gucken. Also ich glaube, wenn ich es jetzt lade, ist es bei mir sicher auch falsch rum. Aber ihr habt ja vorhin gesehen, da war ja nichts falsch. So, ich jetzt lade, ist der sicher auch. Ja, guck, das meine ich. Also man sollte vielleicht zuerst abspeichern. Und dann, weil, guck mal, der ist jetzt auf. Genau, da ist das Problem. So muss der hin, auf 0, oder? Was auf 0? Nee, auf 180. Ja. Der ist doch auf 180. Dann muss der andersrum. Okay. Das heißt, die sind alle auf 180 bis auf der hier. Warum auch immer, fragt man mich, ist halt so. Aber genauso was er vorhin auch gehabt, oder nicht? Hä, genauso was er vorhin auch. Ich speichere es jetzt nochmal. Überschreiben, bestätigen. Geh mal in den Park, schau mal, ob er es überschrieben hat. BZW, ich lade den jetzt nochmal rein. Okay, jetzt lädt er richtig. Perfekt. Das heißt, er müsste jetzt auch im Park richtig laden. Also zuallererst würde ich das immer hier abchecken. Oder nicht, dass der jetzt im Park komplett Schrott ist. Jetzt muss er den neu kaufen. Das wäre ganz schlecht. Er sieht richtig aus. Er sieht nicht falsch rum aus. Aber wenn ich hier reingehe, dann ist er... richtig rum. Jawohl, okay, man kann es also im Nachhinein noch schön machen. Perfekt, dann ist es gut. Dann ist es supi. Dann bin ich zufrieden. Dann können wir ja mal ein On-Ride starten. Schau mal, ich kann mich hier reinsetzen in mein eigenes Fahrgeschäft. Dann fahren wir mal durch hier. Ich habe richtig Bock drauf. Kai Schmidt, Hi Xion, wann kommt wieder RLO? Schöne Weihnachten dir und Chandel noch. Dankeschön ebenfalls. Und wann RLO wieder kommt? Demnächst wieder, die nächsten Tage. Die Sitze müssen sich mitdrehen, nicht beim Ecstasy. Ich habe jetzt so ein bisschen so einen Ecstasy-Nachbau. Ach, schau mal, hier ist noch ein bisschen rot drin. Habe ich vergessen. Ich habe jetzt so ein bisschen Ecstasy-Nachbau gemacht. Also den wir vorhin gesehen haben, ist es schon, ja... kommt schon nah ran an das, was wir gerade vorhin gefahren sind. Deshalb, die Sitze drehen sich nicht mit, aber wir könnten theoretisch die Sitze natürlich auch drehen. Also du kannst dir alles anpassen, egal was du willst. Du kannst theoretisch einen Tower bauen, der bis ins Unendliche, glaube ich, geht. Bundeswehr geht dir auf. RP, danke fürs Resummen. Baue doch noch oben einen Arm, ein Gelenk noch ein. Ja, wir können nur so einiges bauen da. Also das Geile ist, du kannst halt das bauen, was du dir vorstellst in der Fantasie. Und das feiere ich hart bei dem Spiel, weil du kannst halt... Ich kann das schon jetzt... in die Leute einsteigen. Das ist so das einzige Spiel, wo du wirklich sowas machen kannst. Das ist halt schon krass. Weil ich mache hier Vorsprung, dass die Leute hier auch einsteigen. So, gucken wir mal, wie alles einsteigt. Aber ich glaube, mit dem Fahrgeschäft werden wir Erfolg haben, weil es halt ein Custom-Made-Fahrgeschäft ist. Das hat keiner. Ich kann schauen, ob ich es in Workshop hochladen kann, ob das geht. Vielleicht machen die das in Zukunft für die Support. Weil das wäre noch geil, wenn du im Workshop reingehen kannst und dort Fahrgeschäfte runterladen kannst. Dass du dann so ein selbstgebautes Fahrgeschäft einfach einfügen kannst von jemand anderem. Weißt du, jemand anders baut es, du kannst es dann runterladen, pust es rein. Das ist schon cool, sag mal beim Kunden da. Achso, ich muss mal stoppen, glaube ich, ne? Sonst steigt da keiner ein, wenn das nicht komplett gestoppt ist. So. Und jetzt Eingang. Jetzt kommen sie. Ah, man sieht sogar, wann es voll ist, glaube ich. Ja, jetzt sind die Bügel. Mhm. Nicht geschlossen. Jetzt machen wir den hier zu. Gut, jetzt können wir hier eigentlich selber jetzt mal ein bisschen Gas geben. Schauen wir uns das mal an. In On-Ride. So, dann... können wir den so ganz langsam? Jawohl. Dann heben wir den mal an.
Der Gerät wird jetzt erstmal angeheben. Angehebe. So angehoben ist er. Und jetzt können wir ja erstmal richtig fett Gas geben. Also den Arm nochmal ein bisschen nach oben. Alter. Okay, die freuen sich auch. Sehe ich gerade. Und jetzt mal Fullgas. Oh, Alter. Okay, das wird wieder ganz gut. Gucken wir es mal von außen. Alter, Bruder. Kann eh Freecam gehen. Vor allem, weißt du, dieses kleine Teil, was hier so drauf steht, das sieht so süß aus. Er ist da nicht dran. Theoretisch müssten wir das noch einbauen, dass man das nicht sieht hier. Bitte. Und dann oder mal in die andere Richtung. Das geht schon mal. Steht hier Steuerung. Exklusivität. Okay, jetzt sieht das aber ganz anders. Alter. Boah, alter Schwede, das zieht. Aber der Andel. Langsam ist es nicht. Wie lange soll man die da drin jetzt sitzen lassen, bis einer kotzt? Ja, komm, wir müssen anhalten, sonst kotzt da echt noch mehr rein. Weil, wir machen nochmal so. Wisst ihr was, wir machen mal Stopp des Motors. Lassen den mal drehen. Senken das jetzt mal ab. Gehen nochmal den Arm noch. Also nach hinten für die. Also das mit den Armen gefällt mir gut, dass das so nach oben geht. Vielleicht machen wir noch ein V2, wo wirklich auch die Arme nochmal nach oben kommen, wo wir vielleicht ganze 6 oder 5 Arme hinbekommen. Nicht nur 4. Oh, lass mal die nochmal landen. Das funktioniert, weil das kann ich überspringen. Mal runter das Ding. Und ist es ja an sich. Müssen wir lieber aussteigen. Ach, das muss ich noch auf 0 setzen. Das muss ich auch auf 0 setzen. Alle Elemente müssen still. Es steht doch still. Wir sind auf 0. Es ist auf 0. Wie kann ich das sonst anpassen, dass das direkt auf 0 steht? Da gibt es doch sicher irgendeinen Trick. Ah, Hauptsache, jetzt macht er auf, natürlich. Jetzt macht er auf alles. Oder? Open? Ja, jetzt geht's. So. Also unser Fahrgeschäft ist nicht durchgefallen. Ich glaube, den Fahrgästen hat es gefallen. Es steigen auch schon die neuen ein. Guck mal die Schlange an, was sich hier Leute anstellen. 83% Zufriedenheit. Weil die Exklusivität gestiegen ist. Dieser Wert wird von Fahrgeschäften bereitgestellt. Das ist, weil wir ein exklusives Fahrgeschäft gebaut haben. Geht natürlich das bei den Leuten richtig nach oben. Was natürlich sehr geil ist. Das Spiel ist by the way Indoorlands, weil gerade wer im Chat fragt. Indoorlands heißt das Spiel, ja, was wir gerade spielen. Und eben das mit dem selbst Fahrgeschäfte bauen ist echt geil. Also da könnte ich echt Stunden dran sitzen und einfach herumexperimentieren. Was halt echt lustig ist, dass halt die Leute dann hier in den Park gehen und das Ding auch wirklich fahren. So, schauen wir mal in den Park rein, wie es aussieht. Oder nach hinten gehen. Speicherintervall. Wir tun mal Park speichern, jawohl. Nehmen wir mal raus aus der Halle. Von oben sieht das ja auch geil aus. Guck ich das bitte an. Hier in unserer anderen Fahrgeschäfte. Wir können das natürlich auch noch ein bisschen anpassen. So rundherum, so wie es hier auch ist. Haben wir auch ein bisschen was angepasst. Aber ich finde das jetzt so erstmal fürs Erste ganz geil. Also. Überzeugend ist es auf jeden Fall. Vor allem, wie einfach es ist, so ein Fahrgeschäft zu bauen. Ich habe jetzt nicht lange gebraucht dafür und es funktioniert einwandfrei. Haben wir jetzt nicht gedacht, Kai Schmidt Heixhüren, wann kommt. Also, kommt, genau. Das war's auch komplett. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen aber vorher mal Schluss. Ist zwar heute ein etwas kürzerer Stream, aber heute ist noch ein bisschen was zu tun. Hat auf jeden Fall fett Spaß gemacht heute. Vor allem das erste Mal eigenes Fahrgeschäft gebaut. Also. Komplett eigentlich ist ja nicht sehr, so ein bisschen Abklatsch davon, aber es ist schon cool. Guck mal, wie es da steht. Guck dir das an. Ganz stolz bin ich jetzt drauf, ganz stolz. Hoffen wir, dass viel mehr Leute hier kommen, unser Fahrgeschäft bestaunen.
gucken wir uns das mal an. Also Leute, ich würde sagen, wir machen heute mal Schluss, wie gesagt, und Deko können wir nächstes Mal machen. Schauen wir mal. Und vielleicht werde ich mir in der Zwischenzeit ein paar neue Fahrgeschäfte bauen. Mal gucken. Ja, es ist leider noch ein bisschen was zu tun. Aber da schauen wir auf jeden Fall noch und ja. Ich bedanke mich trotzdem für alle, die heute dabei waren. Es hat heute sehr viel Spaß gemacht. War mal was anderes, war mal ein bisschen chillig. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich, denke ich mal, übermorgen oder morgen zu einem RLO-Livestream. Wir werden mal gucken, ob wir da einen RLO-Livestream machen oder nicht. Vielleicht morgen oder übermorgen, mal schauen. Also ich schätze, nee, wobei, wo ist das? Ja, doch, eher morgen. Ich kann übermorgen gar nicht. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich auf morgen schieben. Das heißt, morgen dann ist wahrscheinlich RLO-Stream. Und da werden wir mal reingucken. Genau, schauen wir einfach mal. Also, weil übermorgen bin ich nicht da, das heißt, werden wir den morgen verschieben. Also nicht jeden zweiten Tag, sondern direkt morgen reinballern. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, euer Herz gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wisst Bescheid. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Deshalb so gesehen Double Stream. Und dann sehen wir uns. Aber dann schaltet auch ein. Ganz wichtig, wichtig und richtig einzuschalten. Oder schau mal, da fliegt eine Wolke vorbei. Hui. Ich glaube, wer fliegt denn du? Ayo. Mal guck. Ja, ab und zu fliegen auch mal Wolken vorbei. So. Also, Leute. Dann sehen wir uns. Bis denn. Baut eure Fahrgeschäfte. Ganz wichtig. Baut sie so, dass sie nicht falsch rum sind wie bei mir vorhin. Und ja, welche Uhrzeit auch so wieder gegen, ich schätze mal zwischen 18 Uhr und 20 Uhr ist es meistens, also meistens so 19 Uhr irgendwas. Da dürft ihr dann gerne einschalten, würde mich freuen. Also Leute, ciao ciao, bye bye, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.